Irgendwo muss er sein, der... Sea Patroller? Hey, ich hab's nicht vermasselt. Ich hab ihn gefunden. Und er hat mich gefunden. Halt! Lass mich runter! Schön, das glänzt. Das brauche ich unbedingt. Ich brauche es. Hey, das ist meine Hundemarke. Gib sie zurück. Oh, diese Hundemarke ist perfekt für meine neue Schatzkiste. Joho! Lass uns in See stechen und zur Abenteuerbucht segeln. Hey, Ryder! Marshall! Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut, aber ich bin auf dem Sea Patroller gefangen und Robohund ist unten eingesperrt. Wir werden ihn aufhalten, aber du musst uns helfen. Warum schrubbst du denn nicht? Oh, ich muss aufhören. Tut mir leid. Ryder, kannst du mich hören? Sid schnappt sich alles, was er sieht. Es wird alles gut, Marshall. Halte in der Bucht Ausschau nach einem weiteren Piratenschiff. Es kommen noch mehr Piraten? Nein, es ist ein Trick. Aber du musst dafür sorgen, dass Sid es sieht. Wenn Sid von diesem neuen Schiff abgelenkt wird, befreist du Robohund, damit er den Sea Patroller steuern kann. Okay, ich hoffe nur, dass ich nicht irgendwas Tollpatschiges mache. Ich weiß, du kannst es schaffen, Marshall. So, jetzt holen wir uns, was wir wirklich wollten. Diese Paw Patrol Boote. Ich brauche sie. Das Modell ist an Ort und Stelle. Und das Licht ist an. Wow! Was für ein sagenhaft schattiges Schattenbild. Pirat Sid, sieh mal, da draußen in der Bucht. Aufgepasst, ahoi! Ist das nicht das größte Schiff, das du je gesehen hast? Ei, also das ist ein Schiff, das ich gebrauchen könnte. Arbi, umschalten auf Bootsmodus. Wir werden uns das genauer ansehen. Ei, ei, Captain. Wir kommen mit unserem Schiff nicht mehr weg! Passt gut auf! Ahoi! Captain Boss, Herr Sid, Sir, das große Piratenschiff scheint in Schwierigkeiten zu sein. Ei, dann wird es einfacher sein, es zu klauen. Robohund? Ja! Psst, wir müssen ganz leise sein. Das ist der Plan. Du versteckst dich hinter dem Fass, dann locke ich Sid vom Steuer weg, indem ich mich wieder tollpatschig und albern benehme. Er findet das witzig. Dann schleichst du dich hin und übernimmst das Steuer. Und jetzt fahren wir den Sea Patroller hinter das große neue Boot. Dann können wir es in Ruhe anbinden und abschleppen. Sehr gute Idee. Gepunkteter Hund, was machst du da? Einfach nur richtig klar Schiff, bevor du dein neues Schiff bekommst. Haha! Wasserdüsen! Upsi! Du bist so ein lustiger, tollpatschiger Hund. Wasser! Ach, wie ungeschickt. Hey, niemand macht diesen Seeräuber nass. Stell das Wasser ab. Ja, das ist wahr. Obwohl er Pirat ist, mag Sid kein Wasser. Entschuldigung, ich krieg's irgendwie nicht hin, meine Düsen auszuschalten. Dann werd ich es tun. Zu tollpatschig und ziele nicht so gut. Stell sofort das Wasser ab. Oder du musst das Deck nochmal schrubben. Pass auf, wo du hintrittst. Was fällt dir ein, du hinterlistiger Hund? Ich helfe dir, Captain Boss, Herr Sid, Sir. Was ist das denn jetzt? Sid Seeräuber, wir holen uns unser Schiff zurück. Ryder, was bin ich froh, dich zu sehen. Wer braucht euer klappriges Boot oder deinen tollpatschigen Hund? Ich besorge mir einen Supersegler. Warte, Sid, du solltest wissen... Du hast mir nicht zu sagen, was ich wissen sollte. Macht's gut, ihr Landratten. Ryder, du hast mich reingelegt. Das ist unfair. Aber, ist das so etwas wie ein spaßiger Spiegel? Guten Tag, freut mich auch, doppelter Rubble. Ist das...
das dein Heimatplanet? Er sieht aus wie eine riesige Murmel. Was? Du willst, dass ich versuche zu fliegen? Geht das so? Wahnsinn! Das ist pfundstark! Zu landen. Das ist weicher! Ich glaube, er sitzt fest. Besser, wenn ich lande. Aber wie? Okay, ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das doch nicht! Ich komm nicht raus! Oh nein, was soll ich nur tun? Keine Spur von Rubble. Moment mal, Robo, ich sehe was Gelbes. Vielleicht ist es Rubble. Chase, Rocky, los, los, los! Hey, wie bist du denn nur hier hingekommen? Hallo, Chase. Geht es Rubble gut? Hallo, Ryder. Ich glaube, Rubble ist nicht verletzt, aber er macht ganz komische Geräusche. Vielleicht wirkt sich der Weltraum komisch auf seine Stimme aus. Wenn er zu Hause ist, wird das schon wieder. Okay. Oh-oh, ich glaube, deine Pfote ist eingeklemmt. Warte, ich helfe dir. Greifer. Netz! Spring rauf, Rubble! Ryder, hallo, hörst du mich? Ich bin's, Rubble! Ryder, Fellfreunde, Hilfe! Oh, Schreck! Seht mal! Ist das nicht Rubble? Was? Aber wenn Rubble noch auf dem Planeten ist, bist du nicht Rubble. Das ist auch nicht Rubble. Es ist ein Alien, Rubble. Es ist ein Doppelgänger von Rubble. Wahnsinn, er sieht wirklich genau wie Rubble aus. Hey, Freunde, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich brauche eure Hilfe. Das da ist unser Rubble in dem Raumschiff. Wir müssen ihn da rausholen, schnell. Sky, du musst die fliegende Untertasse sichern. Ja, ich bin der Weltraumflughund. Rocky, Chase, Zuma, wir brauchen euch, um Rubble aus dem Raumschiff zu holen. Alles klar. Sky! Ich bin so froh, dich zu sehen. Und ich bin froh, den echten Rubble zu sehen. Rocky, Chase, Zuma, ihr seid alle gekommen. Wir lassen dich doch nicht im Stich. Greifer. Netz. Na los, Rubble, spring. Wir haben es geschafft, Freunde. Oh nein, mein Doppelgänger! Fellfreunde, wir müssen meinen Doppelgänger retten! Festhalten, Weltraumkumpel! Wir müssen dich aus dem Glibber holen! Das haben wir gern gemacht. Und wenn du wieder mal im All festhängst, ein reicht. Wow. Wahnsinn, cooler Sprung. Alex, das war wirklich gefährlich. Du hättest auf keinen Fall mit dem Quad spielen dürfen. Ich mach jetzt den Raketenantrieb aus. Der Hebel ist abgebrochen. Ist schon gut, Alex. Dann werden wir versuchen zu bremsen.
schnell. Dafür sind die Bremsen zu schwach. Oh, oh. Haben wir ein Problem, Ryder? Nein, denn ich weiß, wen ich anrufen muss. Keine Rakete zu schnell, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zum Paw Patroller. Ryder braucht uns. Also das hätte wirklich auch daneben gehen können. Oh, hallo, Kolinda. Ryder, ich hol Alex jetzt auf. Entschuldige, Sky. Die Weide ist ganz schön holprig. Versuchen wir es nochmal. Ich schaffe es nicht, ruhig zu fahren. Es ist zu holprig und wir sind zu schnell. Und was sollen wir tun? Wir können dir auf halbem Weg entgegenkommen. Okay, ich fliege auf euch zu. Juhu! Erwischt! Oh, das hat so viel Spaß gemacht. Ryder, ich bringe Alex jetzt nach Hause. Oui! Gut, Sky, mach das. Marshall, halte deine Wasserdüsen bereit. Eine Dusche schaltet die Raketentriebwerke aus. Wasserdüsen. Hallo, Kolinda, ich hab daneben gezielt. Rocky, senk die Rampe ab, damit ich weit fliege und nicht hoch. Alle zurück an Bord des Paw Patrollers. Wir müssen Ryder einholen. Dafür brauchen wir den Supergeschwindigkeitsgang. Die Triebwerke werden immer heißer. Sehr viel Zeit bleibt uns nicht mehr. Wir sind da, Ryder. Was sollen wir machen? Schafft ihr es irgendwie mit dem Paw Patroller neben mein Quad? Robohund, können wir noch schneller fahren als mit Höchstgeschwindigkeit? Geschwindigkeit ist die schnellste. Wir sind rasend schnell, aber das Quad ist außer Kontrolle. Wir können es nicht einholen, wenn es im Zickzack fährt. Es tut mir leid, aber die hohe Geschwindigkeit macht das Lenken fast unmöglich. Wir müssen das Quad irgendwie abbremsen. Chase, versuch es mit einem Bremsschirm. Tolle Idee, Ryder. Es geht sofort los. Komme ich nicht ran und ich habe nur einen Versuch. Achtung, es geht los. Wupp, Bremsfallschirm. Gut gezielt, Fellfreund. Es funktioniert. Ich werde langsamer. Ich sorge dafür, dass die Straße frei ist. Ich bin bereit, Ryder. Sehr gut. Robohund, ich fahre jetzt langsam genug, damit wir es versuchen können. Komm direkt hinter mich. Ich versuche gerade zu fahren. In Ordnung, Robohund. Los! Robohund, Rampe hoch! Oh oh! Ryder, Robohund! Ihr rast direkt auf einen steilen Abhang zu! Robohund, abbremsen und zum Stehen kommen! Rocky, beeil dich! Nur noch eine Schraube. Fast geschafft. Und jetzt. Ja. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. In Feuerwehrhund-Uniform. Fellfreunde, wir haben eine brenzlige Situation. Wie ihr wisst, hat Bürgermeister Besserwisser sich den Dino geschnappt. Wir müssen dieses Robotermonster stoppen, bevor es noch weiteren Schaden anrichtet. Ja, diese Feuerbälle könnten gefährlich werden. Ganz genau. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass nirgendwo ein Feuer ausbricht. Deshalb starten wir jetzt den ultimativen Feuerwehrhund-Einsatz. Marshall, du kennst dich am besten aus, wenn es um Brandschutz geht. Also musst du die anderen anführen und ihnen zeigen, was zu tun ist. Der ultimative Marshall macht's. Ausgezeichnet. Außerdem brauchen wir... Sky, du musst mit deinen Flügeln aus der Luft beobachten, wo das Filmmonster hinläuft. Ich heb jetzt ab!
Bei so einem großen Filmmonster wie diesem müssen alle Pfoten zusammenhalten. Also, ich möchte, dass alle von euch Marshalls Anweisungen befolgen und alle Brände löschen. Verlass dich auf uns! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ausschalten, dann können wir ihn reparieren. Rocky, hast du immer noch die Antenne? Du kennst mich doch, Ryder. Ich heb alles auf. Sky, wie sieht's aus? Ich sehe wieder Rauch und Gigantosaurus. Wo ist er? In der Nähe der Zentrale. Paw Patrol, zur Zentrale. Schnell! Henrietta, was ist mit... Das sagst du so leicht. Hilfe! Jetzt halt doch endlich an. Ich will sofort runter. Sein Tapfer, mein Kleines. Wir müssen überlegen, wie wir das Monster ausschalten können. Aber zuerst retten wir Henrietta und den Bürgermeister. Guter Plan. Okay, ich werde näher ranfahren. Und du, Rubble, du holst mit dem Rettungsgreifer den Bürgermeister runter. Das kriege ich hin. Oh, hey, Vorsicht, mein Anzug! Oh, er spuckt einen neuen Feuerball aus. Und jetzt retten wir Henrietta. Zuma, Rocky, kommt mit mir. Meine Kabine reicht bis da oben hin, aber ich muss rauf auf den Kopf des Monsters. Ihr steuert das große Feuerwehrauto. Fenster runter. Halte still, Henrietta. Schnell, Marshall. Gleich geht's los. So viel zum Thema Stillhalten. Henrietta, spring aus. Nein. Oh, oh. Jetzt zielt er auf uns. Haltet euch bereit, Freunde. Spritzen und Schläuche. Schlauch hoch. Wasser an. Jetzt etwas nach links. Mehr nach links. Sehr gut. Ruhig halten. Jetzt müsst ihr alles geben, Freunde. Achtung. Fertig. Und... Marshall, Freunde. Wir haben den Roboter gestoppt. Ja! Henrietta! Oh, mein allerliebstes Lieblingshühnchen! Wir müssen zum Hafen, um Captain Tollpatsch und Wally aufzutauen. Dass jeder hier weiß, wenn ich komme, wird's heiß. Sky, du fliegst zu Berthold und seinem Froststrahl. Wird gemacht. Wie schön, dass endlich die Superhunde kommen. Und gleich wird es warm. Danke vielmals, Superhund Marshall. Gern geschehen. François, du bist aufgetaut. Ich weiß, aber ich habe den Stillstillwettbewerb gewonnen. Du solltest
solltest dich schämen, Berthold Besserwisser. Leute und ihre Handtaschenhühnchen einzufrieren ist ungezogen. Das ist nicht ungezogen, es ist genial. Solange ich den Froststrahl habe und sich die ganze Stadt nicht bewegen kann, kann mir niemand etwas vorschreiben. Halt sofort an, Berthold. Ich hab gesagt, dass mir niemand etwas vorschreiben kann. Ich hätte diese Hunde zuerst einfrieren müssen. Danke, Super Marshall. Das war echt eine krasse Abkühlung. Dieser Froststrahl hat mich so abgekühlt, dass ich immer noch meinen Atem sehe. Gefrorener Atem. Da fällt mir ein Superhund ein, den wir jetzt gut gebrauchen können. Ryder, Berthold fliegt direkt auf den Bahnhof zu. Danke, Sky. Everest, wir brauchen dich und deine Super-Eiskraft. Wenn ich komme, wird's kalt. Marshall, sobald du die Bürgermeisterin aufgetaut hast, kommst du zum Bahnhof. Das Einfrierfangen ist vorbei, Berthold. Nicht bis ich alle eingefroren habe, denn dann habe ich gewonnen. Er hat den Lokführer eingefroren. Wow! Hab dich eingefroren. Marshall, wir müssen Sky helfen. Los, spring auf. Deine Superpfoten sind wirklich super, Marshall. Ryder, pass auf Bertholds Froststrahl auf. Everest, Zeit, Eis gegen Eis zu spielen. Na, dann wollen wir mal. Hey, Leute, einfrieren ist gemein. Oh, ich muss mein Eisbürgermeistermobil verlassen. Mein Meteoritensplitter, meine Superkräfte. Ryder, der Zug ist entgleist. Und er rast direkt auf die Stadt zu. Everest, wir brauchen eine Eisrampe für den Zug. Sofort. Ich hoffe, dass das noch klappt. Robohund, wir brauchen den Supermagnetstrahl. Nächster Halt, Abenteuerbucht. Für diesen Einsatz brauchen wir Marshall. Du musst mit deiner Wasserlanze alle Brände löschen, die der Drache auf seinem Weg hierher legt. Ritter Marshall macht's ritterlich richtig. Alles klar, die Rettungsritter legen los. Gib den Drachenzahn her, sofort, Klaue! Niemals! Sparks, zeig dem Kleinen, wo es lang geht. Auf Drachenart. Hey, du sollst das Feuer nicht mit Wasser löschen. Das ist unfair. Rocky, zieh Klaue mit deinem Magneten nach unten, damit wir den Zahn holen können. Wuff! Magnet! Gut so, Sparks. Vergiss nicht, wer hier das Sagen hat. Ah, meine Rüstung! Oh nein!
gemacht, Rocky. Ich sehe den Drachenzahn, Ryder, aber ich komme nicht an ihn ran. Ist schon gut. Neuer Plan. Bevor sie wieder zum Angriff starten, müssen alle im Schloss in Deckung gehen. Ryder, ich kann ihn nicht mehr länger festhalten. Okay, Rocky, lass ihn los. Wuff, Magnet, einziehen. Chase, Rubble, lass die Zugbrücke runter. Geht klar. Ist hier. Jetzt sind alle endlich in Sicherheit. Bis auf, wo ist Marshall? Ryder, ich bin noch draußen, aber es geht mir gut. Ich warte nur, dass Klaue und der Drache angreifen, damit ich es wieder gut machen kann. Marshall, du musst das nicht tun. Ich meine, es ist sehr mutig, aber... Oh, sie sind direkt vor der Zugbrücke. So, jetzt schmelzen wir ein Loch in die Zugbrücke und stürmen das Schloss. Oh je, wie schrecklich. Oh nein, der Drache versucht, sich den Weg freizuschmelzen. Aufgepasst! Alle stellen sich hinter die Rettungsritter. Ha! Nur Bellenburgs größter und einzig wahrer Ritter kann dieses Schloss stürmen. Was? Stell gefälligst das Wasser ab, du Waschlappen. Niemals! Und ich bin Ritter Marshall. Ich bin ein Rettungsritter. Ha! Du bist kein Ritter. Sparks, auf in den Himmel! Au, au, au! Hey, runter von meinem Drachen! Marshall, wir sind unterwegs! Marshall, spring! Ich fang dich auf! Ich verschwinde erst, wenn ich den Drachenzahn wieder habe! Sparks, flieg kopfüber! Los! Ruff! Drachennetz! Nichts passiert. Aber der verzauberte Drachenzahn ist kaputt. Marshall, das ist gut. Jetzt kann Klaue damit nicht mehr den Drachen beherrschen. Sieh mal. Max, warte, nein! Greifzange! Nein, nein, Greifzange, bleib draußen! Nein, Greifzange nicht! Bleib dran! Ah! Nein! Sparks, komm zurück! Ich hatte nicht erwartet, dass es heute Ritterhunde regnen würde. Entschuldigung, meine Ausrüstung funktioniert nie. Und mein Drache, musste woanders hin. Marshall, schnell! Du musst mit deinen Wasserdüsen den Ast aus dem Gebiss vom T-Rex spülen. Beeil dich! Wasserdüsen! So, und jetzt sag brav A! Ich komme nicht nah genug an sein Gebiss. Ein Dino-Zahnarzt hat es wirklich nicht leicht. Wir müssen Marshall irgendwie höher heben. Der alte Pünktliche! Das ist ein Geysir, der jede Stunde Wasser ausstößt. Ja, und gleich ist es wieder soweit. Gute Idee. Marshall, du fährst direkt über das Geysir-Loch. Und Rex, du überredest den T-Rex, sich zu Marshall umzudrehen. Hallo? Ja, du! Ich heiße übrigens auch Rex. Hast du das gewusst? Das ist aber hoch. Oh oh. Marshall, los! Dann wollen wir mal. Alles gut, er ist wieder fröhlich. Und er sagt Danke. Marshall, benutze deine Wasserdüsen, um den Bürgermeister wegzuschieben. Wasserdüsen! Hey, pass auf! Ich bekomme so leicht blaue Flecken! Zuma, Bürgermeister Besserwisser braucht einen Landeplatz. Kommt sofort! Landekit!
wissen. Oh, ich kann nicht hinsehen. Oh, das tat echt weh. Oh, ich baue gleich noch das Nachbarstadtinsel Wundpopo-Erholungsbad. Ich schiebe diese Felsen im Handumdrehen aus dem Weg, Ryder. Ein Freizeitpark wäre hier auch schön. Oh, heute fahre ich ins Bessi-Wessi-Land. Was? Jemand will mir die Insel wegnehmen? Oh nein, das machst du nicht. Komm zurück, du kneifender Fahnenklauer. Eine Grube auf meiner Insel? Dafür habe ich keine Erlaubnis erteilt. Und diese Eier gehören hier auch nicht hin. Obwohl ich jetzt große Lust auf Eiersuche hätte. Ich kann alle Felsen zurückbringen, wenn wir wegfahren, Ryder. Ist eine gute Idee, Rubble. Wir wollen ja den Lebensraum der Schildkröten nicht verändern. Also wo ist der Bürgermeister? Oh, da lang. Kommt schon, Fellfreunde. Sieht aus wie eine Grube, in der eine Schildkröte ihre Eier ablegt. Oh, oh. Der Schildkrötenmutter wird es nicht gefallen, dass der Bürgermeister in ihrem Nest sitzt. Rubble, wir brauchen deinen Kran. Hab verstanden. Halten Sie durch, Bürgermeister. Wir holen Sie raus. Beeilen Sie sich. Oh nein, das Riesenviech mag keine Bürgermeister. Holt mich hier raus. Danke, dass ihr mich gerettet habt, Paw Patrol. In der Nähe dieser Monsterschildkröte zu sein, ist nun ja nicht witzig. Kein Problem, Herr Bürgermeister. Wenn Sie wieder mal festsitzen, ein Anruf reicht. Jetzt holt mich von dieser schrecklichen Insel runter. Ich will sie nicht mehr. Paw Patrol zum Paw Patroller. Ryder braucht uns. Das wäre ein Aufenthalt im Dschungel ohne Sonnenhut. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Freut mich zu hören, Fellfreunde, denn unsere Hilfe ist wieder mal gefragt. Mara, Monika und Martha haben Kaugummiblasen aus Baumsaft gemacht und der Wind hat sie weggeweht. Arme Kaugummi-Äffchen. Ein Äffchen hängt an einem Baum fest und die anderen beiden schweben noch davon. Wir müssen uns beeilen, sie zu finden und sie wieder auf den Boden holen. Für diesen Einsatz brauchen wir Marshall. Du fährst deine Leiter aus und holst das Äffchen vom Baum runter. Ich bin bereit. Wuff, wuff. Rettungshund. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Carlos, danke, dass ihr euch so beeilt habt, Paw Patrol. Ein Äffchen hängt da oben am Baum. Ich glaube nicht, dass die Kaugummiblase noch lange hält. Marshall, beeil dich. Keine Angst, kleines Äffchen. Ich komm dich holen. Leiter hoch. Ich bin gleich da. Halte nur noch ein kleines bisschen durch. Du bist froh, was? Oh, und klebrig. Dann gehen wir jetzt mal runter. Nichts passiert. Außer, dass wir aneinander kleben. Jetzt müssen wir die anderen Äffchen finden. Kabel! Ryder, ich habe Maras Freundinnen gefunden. Der Wind weht sie aber immer höher. Das hast du echt toll gemacht. Bleib bei ihnen. Hilfe ist unterwegs.
Da bin ich, Ryder. Was soll ich tun? Du musst deinen Staubsauger auf umgekehrt schalten, damit er die Luft rausbläst. Staubsauger umkehren. Wir pusten das Chiclet zu einer Riesenblase auf, damit Mara darauf landen kann. Gute Idee. Eine Blase, um das Kaugummiäffchen aufzufangen. Noch ein bisschen größer werden. Wir müssen dafür sorgen, dass Mara weich landet. Tracker, mach dich bereit. Oh oh, der Toucan hat einen spitzen Schnabel. Husch weg da! Los, Rocky, puste die Blase unter Mara, schnell! Gut gemacht, Fellfreunde. Mara ist in Sicherheit. Das Zeug klebt wie verrückt. Jetzt, wo wir alle Äffchen gerettet haben, geht's endlich los mit dem Picknick? Noch nicht. Zuerst machen wir Mara sauber. Marshall? Wasserdüsen. Hier ist dein Hut, Carlos. Marshall hat ihn abgespritzt. Danke, Marshall. Und danke, dass ihr die schwebenden Äffchen gerettet habt. Wir sind so froh, euch zu sehen. Hola, amigos. Es wird alles wieder gut, kleines Äffchen. Ihr solltet zuerst das Äffchen retten. Auch wenn sich hier irgendwo eine riesengroße Maus versteckt. Ich kann euch leider nicht helfen. Die Decke und die Wände sind zu bröckelig, um mit meinen Kabeln festen Halt zu finden. Rory, du setzt am besten deinen Tigersprung ein. Ich bin geschickt wie ein Tiger. Exzellente, Rory! Äffchen, klettere auf meinen Rücken! Wir machen einen Ausflug! Meinst du schaffst es, mit dem Äffchen auf deinem Rücken bis rüber zur Wand zu springen? Aha, aber ich muss höher abspringen, um bis zur Statue zu kommen. Seht mal, unsere Glühwürmchenfreunde beleuchten die Decke. Wow, den Teil der Decke habe ich vorher gar nicht gesehen. Ruff, ruff, kommst du dahin? Aufgepasst! Mit Supersprung! Ja, geschafft! Super, Katze! Gut gemacht, Rory! So, Äffchen, jetzt untersuchen wir mal dein Bein. Röntgengerät! Das Äffchen hat nichts Schlimmes. Nur ein verstauchter Fuß. In ein paar Tagen wirst du wieder auf Bäume klettern. Ich glaube, ich habe auch gute Nachrichten für euch. Der Felsblock hat Rory gehalten. Darum sollten meine Kabel dort auch festen Halt bekommen. Ruff, Kabel! Geschafft! Leo, halt dich bereit! Es geht los, ich komm dich holen! Die Maus! Ai, ai, ai! Entschuldige, war nur eine Maus. Festhalten, Freunde! Eine tolle Rettungsaktion, Rory. Manchmal ist sprunghaft zu sein ganz nützlich. Können wir jetzt verschwinden, bevor die Maus wiederkommt, bitte? Du und Tracker, ihr führt uns. Wir nehmen das Affenbaby mit. Ich leuchte uns, damit wir nicht in eine Falle tappen. Vorsicht, die letzte versteckte Falle. Ryder, was war das denn? Geht es allen gut? Uns ist nichts passiert, aber wir kommen nicht mehr raus. Sag Ryder, sie sollen zurückgehen. Ryder, Leo hat irgendetwas vor. Geht von dem Eingang weg. Und haltet euch die Ohren zu. Und haltet euch die Ohren zu. Hä? Was? Haltet euch alle die Ohren zu. Löwengebrüll! Hurra, es klappt! Ich kann schon die Glühwürmchen sehen. Und los!
gehst du als Nächster. Ist gut. Ich kann das Äffchen entgegennehmen. Was war das denn? Ryder, der Felsblock rutscht ab. Ich halte ihn auf. Du holst Marshall raus. Ah! Ich mag zwar keine Mäuse, aber ich muss den Stein aufhalten. Löwenkraft! Ruff! Kabel! Danke, Tracker. Danke, Leo. Na gut, überredet, Maus. Los, spring rauf. Leo, eres muy valiente. Du warst sehr, sehr mutig. Danke. Und diesen Felsblock aufzuhalten war auch ganz schön schwer. Hallo, Frau Besserwisser. Gut festhalten. Wir holen Sie jetzt von dem Baum runter. Vielen Dank, dass ihr mich retten wollt. Aber fangt bitte zuerst den Pokal auf, wenn er runterfällt. Ich mach das. Ruff, Netz. Wahnsinn, also, das war wirklich sagenhaft. Danke, wir sind eben echte Profis. Okay, Marshall, du hilfst Frau Besserwisser vom Baum herunter. Alles klar. Leiter hoch. Frau Besserwisser, seid Sie vorsichtig. Immer ein Schritt nach dem anderen. Alle aufpassen, schön Abstand halten. Ihr seid wirklich allerliebste Bauwies. Ich wünschte, ich könnte euch schön lange eure Bäuchlein kraulen. Aber ich muss den Pokal zurückbringen, bevor Bessie Bärchen nach Hause kommt. Sie sind nicht die Einzige, die den Pokal haben will. Ach, wo will der kleine Schnuffelbär wohl mit dem Pokälchen hin? Vielleicht zurück in die Höhle zur Bärenmama. Tut mir leid, Frau Besserwisser, aber ich glaube, der Pokal ist futsch. Es ist zu gefährlich, mit Bären zu streiten. Ich streite bestimmt nicht mit einem Bären. Ich habe nur vor, mir zurückzuholen, was uns gehört. Freunde, wir müssen Frau Besserwisser aufhalten, bevor sie verletzt wird. Ich könnte Leckerlis auswerfen und den Bären ablenken. Gute Idee, Chase. Dieser Weg führt zum Aussichtspunkt. Wenn du dich beeilst, kommst du ihnen zuvor. Schon unterwegs. Wow, Frau Besserwisser ist ganz schön schnell. Ruff, Werfer! Probier mal die. Die sind viel leckerer als ein Pokal. Juhu! Ich hab ihn wieder! Da, du Vogel! Den hat mein Bessi-Bärchen sich redlich verdient. Na, warte! Frau Besserwisser, lassen Sie den Pokal los. Adler sind ziemlich gefährlich. Ryder, den Bären habe ich abgelenkt. Aber jetzt haben wir ein neues Problem. Ja, ich sehe, was du meinst. Dafür brauchen wir Unterstützung aus der Luft. Sky, wir brauchen dich an der Nebelspitze. Beeil dich. Okay, Ryder, verstanden. Ja, ich bin der Flughund. Husch, husch! Und lass den Schnabel von dem Pokal. Bist du etwa Bürgermeister des Jahres? Eben nicht, das dachte ich mir schon. Und nun fisch ab, Flattervogel. Was ist eigentlich so toll an dem Pokal? Es geht wohl eher darum, was in dem Pokal drin ist. Seht ihr, wie der Adler daran schnuppert? Der kleine Bär hat das auch gemacht. Gute Detektivarbeit. Super, Sky. Aber flieg nicht zu nah ran. Der Adler verteidigt sein Revier und er will unbedingt den Pokal haben. Ja, ich sehe schon, er ist ganz aufgewühlt. Jetzt hat er es auf mich abgesehen. Leiter hoch. Danke, dass du mich wieder mit deiner Leiter gerettet hast, Marshall.
fester Platz beim Bowling? Dann ist das gar nicht Bürgermeister Besserwissers Pokal. Jetzt wissen wir, warum alle Tiere ihn haben wollten. Da sind Katzenleckerlis drin. Tut mir leid, Frau Besserwisser. Hoffentlich sind Sie nicht zu sehr enttäuscht. Doch ein bisschen schon. Denn mein Bessi-Bärchen sollte wissen, dass man nicht lügt. Der Pokal ist so wichtig für ihn. Dabei braucht er doch gar keinen Pokal, damit ich stolz auf ihn bin. Paw Patrol zur Strandzentrale. Ryder braucht uns. Ha, Hindernis genommen. Ich bin richtig gut. Wo ist Marshall? Ja, wo ist er? Nochmal. Mit einem blauen Auge davongekommen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Captain Ryder. Die Tollpatschs haben einen Unterwasservulkan entdeckt, der vielleicht ausbricht. Einen Vulkan? Die Bürgermeisterin und Bäuerin Yumi sind beim Tauchen. Das heißt, wir müssen sie finden und retten. Für diesen Einsatz brauchen wir Marshall. Du setzt dich in dein Rettungsboot, ziehst den Taucheranzug an und holst sie raus. Sie müssen da sein, wo die Taucherflagge ist. Marshall, macht's! Chase, du sorgst bitte vom Boot aus mit dem Megafon dafür, dass alle Badegäste am Strand über die Gefahr informiert werden. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Motor starten, Robohund. Die Taucherflagge. Das heißt, die Bürgermeisterin, Yumi und Henrietta sind hier unten. Tauchmodus. Frau Bürgermeisterin, Yumi! Marshall, was machst du denn hier? Sie müssen schnell raus aus dem Wasser. Der Unterwasservulkan dort könnte ausbrechen. Oh, ein Unterwasservulkan? Oh je, das wollte ich auch sagen. Henrietta, weg hier! Henrietta, wo steckst du? Ich hol Henrietta, versprochen. Es ist zu gefährlich. Sie müssen auftauchen. Der Sea Patroller holt sie oben ab. Na schön, ich verlasse mich auf dich. Durchhalten, Henrietta. Ich komme schon. Ich bin hier, Henrietta. Hab dich. Guck mal, Ryder. Marshall hängt auf der Tauchglocke. Marshall, halt dich fest. Die Glocke fliegt gleich in die Luft. Wir müssen verhindern, dass die Tauchglocke auf dem Wasser aufschlägt. Bereit, Sky? Ja, ich bin der Flughund! Keine Angst, Henrietta! Alles wird gut, versprochen! Marshall, ich habe einen Fallschirm! Schnapp dir den Haken! Unser schneller Sturzflug sieht jetzt schön schwebend aus. Oh, ich hatte Riesenangst, François. No, Horatio, ich hatte noch viel mehr Angst als du. Was das Fliegen angeht, bin ich schon fast so gut wie du. Noch ein Stück nach links. Und jetzt etwas nach rechts. Jetzt den Motor abstellen. Wir sind gerettet! Was für ein Abenteuer! Mein allerliebstes Lieblingshühnchen! Du hast Frauchen so erschreckt! Danke, Marshall! Du bist wirklich ein tapferer Hund! Gern geschehen! Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht! Danke, dass ihr euch so beeilt habt! Alex und Herrn Pfeffer ist beim Ahornsirup-Ernten dummerweise der Zapfhahn abgebrochen. Und nun stecken sie mit der Mini-Patrol fest. Für diesen Einsatz brauchen wir Marshall. Ich möchte, dass du sie mit deinen Wasserdüsen vom Sirup befreist. Marshall, macht's! Alles klar! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Paw Patrol!
Freunde müssen immer zusammenhalten. Naja, so habe ich das nicht gemeint. Also gut, Marshall. Es wird Zeit, hier sauber zu machen. Wasserdüsen! Das ist ja eiskalt. Aber dafür klebt es nicht mehr so, habe ich recht. Dankeschön, Marshall. Los, Opa, komm! Alex, warte! Entschuldigung. Alles halb so wild. Wir reparieren den Zapfhahn. Stimmt's, Rocky? Worauf du dich verlassen kannst. Greifer. Hammer. Das Zeug ist ziemlich klebrig, aber auch ganz schön lecker. Katzi, was machst du denn da oben? Sie hat sich vor dem Sirup in Sicherheit gebracht und Angst, wieder runterzukommen. Dann helfen wir ihr runter. Marshall, deine Leiter. Ich komme, Katzi. Leiter hoch. Oh, oh, meine Leiter fährt nicht hoch. Sie ist voller Sirup. Darum werden wir uns kümmern, wenn Katzi unten ist. Sky? Ja, Ryder? Katzi sitzt auf einem Baum fest. Du musst ihr helfen. Ja, ich bin der Flughund. Das sieht gut aus. Du musst nur noch ein Stückchen nach rechts. Ich hab sie fast. Gleich hab ich sie. Ja! Das hast du gut gemacht, Sky. Ja, Sky. Du hast es geschafft. Oh, das klingt gar nicht gut. Was war das denn? Sky, siehst du von da oben irgendwas? Fernglas. Ich sehe einen Bären. Und er kommt direkt hierher. Vielleicht hat er auch Hunger. Er muss den Sirup gerochen haben. Wie weit bist du mit dem Zapfhahn, Rocky? Er ist noch verklebt, funktioniert aber. Also auf drei ziehst du deinen Finger raus. Eins, zwei, drei. Das wäre geschafft. Gut, lasst uns fahren, bevor der Bär hier ist. Ryder, ich habe ein Problem. Mein Greifer klebt am Zapfhahn fest. Ein Wasserstrahl müsste helfen. Halt, warte. Vielleicht versuchen wir es erst anders. Na schön, warte. Der Sirup ist wie Klebstoff. Ihr müsst euch beeilen. Der Bär kommt immer näher. Ich versuch's nochmal. Das Zeug ist so klebrig. Denkt nach, Mini Patrol. Wie können wir helfen? Die Pfannkuchen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Moment zum Frühstücken ist. Die sind ja nicht für mich, Opa. Hey, Sky, kannst du die bitte mal zu dem hungrigen Bären bringen? Na klar, das mache ich gern. Na los, kleiner Toot, du kannst helfen. Los, los, los! Huhu, ich bring Frühstück. Los, los, los! Das war ein guter Plan. Der Bär folgt den Pfannkuchen. Oh, wie man sieht, mögen alle Pfannkuchen. Rocky, du klebst richtig fest. Ich denke, da gibt es nur eine Lösung. Ja, ich weiß schon, Ryder. Marshall? Woo! Wasserdüsen! Es ist zwar nass, aber danke. Danke, dass du gekommen bist, Marshall. Eines der Kätzchen ist zum Strand runtergelaufen. Fahren wir! Vorsichtig, schön langsam. Hab dich! Oh. Irgendwas muss sie erschreckt haben. Marshall, sieh nur! Komm her, Mietz, 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 Mietz! Und was jetzt? Oh, ich bin gleich zurück. Ich habe die perfekte Rettungsausrüstung dabei. Ich werde Rubbles Schaufel benutzen. Schaufel! Hier kommt sie, Katie. Toll! Jetzt fehlen uns nur noch drei. Die anderen müssen hier auch irgendwo sein. Da sitzt noch eine. Ich mach das schon. Nein, ich mach das. Ich hab sie gleich. Nein, ich hab sie gleich. Ich hab sie gleich. Ich hab sie gleich. Ich hab mich.
Das kitzelt. Da! Augenblick, ich habe die perfekte Ausrüstung dabei. Nicht, dass du wieder wegläufst, während wir deine Freunde einfangen. Ein klarer Fall für Marshall. Ruff, ruff. Netz! Erwischt! Ups! Entschuldige bitte, Katie. Ruff. Netz! Ist schon gut, Marshall. Du hast es eingefangen. Hab ich? Ich meine, hab ich. Schön da rein. Zwei haben wir, zwei fehlen noch. Schnell hinterher! Ruff, ruff! Hier, Mietz, 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 Mietz. Oh nein, sie treibt aufs offene Meer hinaus. Ich übernehme. Vorsicht, Kätzchen, sonst fällst du ins Wasser. Volle Kraft voraus. Hallo, Kätzchen. Bereit für eine kleine Bootsfahrt? Propeller. Hab ich dich. Jetzt fehlt nur noch ein Kätzchen. Katie, da, da ist es. Schnell hinterher. Es ist schon ganz schön weit oben. Dafür brauchen wir meine Leiter. Leiter ausfahren. Kätzchen, ich bring dich nach unten. Oh, es hat Angst. Wie kriegen wir es denn nur da runter? Die richtige Ausrüstung habe ich jedenfalls dabei. Oh, es sieht so aus, als müsste ich heute doch noch fliegen. Willst du etwa ganz da hochfliegen? Ich schaff das schon. Ruff, ruff. Flügel. Diese Pfoten haben Flügel. Sei vorsichtig, Marshall. Ich fliegen. Ich fliege. Ich fliege. Da bin ich. Letzte Nacht geträumt, dass Katzen sprechen können. Echt schräg. Was ist das denn? Hä? Ist das Marshall? Mit meinen Flügeln? Und mit einem süßen kleinen kuscheligen Kätzchen. Toll. Fang auf, Katie. Ich hab dich. Ryder? Oh. Marshall, du hast es geschafft. Hä? Du hast die Kätzchen gerettet. Und das Kätzchen sagt Dankeschön. Naja, wer mich braucht, macht einfach nur Miau. Du hast die Zentrale während unserer Abwesenheit wirklich super bewacht. Du bist so ein braver Hund. Jetzt verstehe ich. Nicht übel. Tolle Verkleidung. Komm schon, jetzt musst du dich mit den echten Schafen anfreunden. Hallo, Ryder, Rocky. Marshall, ist ja ein tolles Karnevalskostüm. Das ist nicht für Karneval. Ich bin ein getarntes Schaf. So kann er überall rumschleichen und rauskriegen, wer diese Löcher in ihren Zaun macht. Und ich helfe Ihnen, den Zaun zu reparieren, Bauer Alfred. Schraubendreher. Hallo Lämmchen, begrüßt euren neuen Freund. Marshall. Oh, ups. Oh, das kitzelt. Ich meine, Hallo, ich bin das neue Schaf, Marshall.
Hast du schon eine Ahnung, wer die Löcher gemacht hat? Nein, es könnte jeder meiner neuen Spielgefährten sein. Die sind ganz schön ruppig miteinander. Gut, misch dich weiter unter sie. Chase und ich prüfen die Umgebung. Mach ich. Das sieht nach Spaß aus. Ich meine, Ryder! Es ist schon wieder ein Loch im Zaun. Drei Lämmer sind geflohen und laufen auf die Felsberge zu. Lauf hinterher, Marshall. Das ist zu gefährlich für die kleinen Lämmchen. Und wenn die anderen Lämmchen auch weglaufen? Ich repariere den Zaun, sodass sie nicht raus können. Geh ruhig. Bin schon unterwegs. Okay, ich bin kein echtes Schaf. Ich bin hier im Auftrag der Paw Patrol. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Oh oh, sie laufen in eine Höhle. Wir müssen uns beeilen. Eine tiefe, dunkle Höhle ist kein Ort für kleine Lämmer. Die Lämmer sind in der Höhle da unten. Klingt, als hätten sie richtig Angst. Wir müssen sie da rausholen. Aber der Höhleneingang ist zu klein. Da passt keiner von uns durch. Die müssen zu uns kommen. Ich glaube, das kriege ich hin. Sei vorsichtig, Marshall. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Oh. Oh. Hey, habt keine Angst. Euer alter Freund Marshall ist da. Ich meine, Marshall. Gut so. Kommt schön her. Das war echt super. Woo, Marshall! Ich freue mich auch, euch zu sehen. Spion Chase, fang sie auf. Woo, Netz! Ich meine, danke! Marshall, du hast sie gefunden. Gratuliere. Danke, Rocky. Wir sind alle froh, dass wir wieder da sind. Und habt keine Angst, dass die Lämmer wieder weglaufen. Ich habe den Zaun nämlich gut repariert. Meckerliese hat den Zaun kaputt gemacht? Wer hätte das gedacht? Meckerliese liebt den alten Reifen so sehr, dass sie Löcher in den Zaun getreten hat, um ranzukommen. Ich werde den Reifen auf die andere Weide legen, wenn Meckerliese ausgeschlafen hat. Danke, Paw Patrol. Gern geschehen, Bauer Alfred. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Tja, zurück an die Arbeit. Ich meine, hey, ich bin doch eigentlich ein Hund. Ups, tut mir leid. Seht doch mal, jetzt bin ich auch ein Meerfellfreund. Was für eine tolle Schwanzflosse. Hey, wartet auf mich. Das ist wie Fliegen. Bin ich wirklich? Das muss ein Traum sein. Juhu. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hä? Ist das Marshall? Das ist nicht Marshall, das ist bloß ein Fisch. Das ist die Taucherglocke von Captain Tollpatsch. Darum habt ihr mich hierher gebracht. Ach so, sie sitzen fest und ich soll ihnen helfen. Du siehst echt schick aus. Danke, Zuma. Ryder, gut, dass ihr hier seid. Captain Tollpatsch und François sitzen unter einer Riesenseeschnecke fest. Hilfe! Zuma, fahr mal ein bisschen näher ran. Rocky, wir brauchen deine Seilwinde. Kommt sofort. Seilwinde. Und jetzt, Marshall, hak sie irgendwo ein. Ryder,
Leider, ich finde hier nichts, wo ich sie einhaken könnte. Die Schnecke bedeckt die ganze Tauchglocke. Dann müssen wir sie aufwecken. Gut, versuchen wir es mal. Kommt, mehr Fellfreunde, Schnecken wecken. Na, kommt. Schnecke, aufwachen. Genug geschlafen. Aufwachen. Aufstehen. Bart, mach ein Video davon. Es ist sagenhaft sensationell, was hier passiert. Nicht einmal Rubble kann schlafen, wenn man ihn kitzelt. Ja, es hat geklappt. So, Marshall, jetzt mach schnell die Seilwinde fest. Das geht nicht, Ryder. Die Öse ist kaputt. Dann müssen wir die Tauchglocke unter Wasser reparieren. Hallihallo. Ja, es ist richtig schön im Wasser. So schön nass. Rocky, wir haben hier unten eine kaputte Tauchglocke. Oh ja, entschuldige, Ryder. Bin schon unterwegs. Das kriege ich wieder hin. Kleber. Greifer. Sieh mal, Ryder, für die Meerfellfreunde ist das, was wir machen, wie Zauberei. Das müsste halten. Danke, Ryder. Ohne deine Hilfe säßen wir immer noch fest. Tja, dann müssen Sie sich bei den Meerfellfreunden bedanken. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein bisschen Meerfellfreunde-Gesang reicht. Dürfen wir mit den Meerfellfreunden spielen? Bitte, dürfen wir? Dürfen wir? Aber natürlich, ihr habt alle so brav geholfen. Super Rubble, du musst mit deiner Superstärke die Schienen wieder gerade biegen. Super Rubble ist der Retter! Was hat der Superbösewicht mit den Schienen gemacht? Nichts, was ich nicht wieder hinbiegen kann. Hallo, hier ist wieder eure Tilly täglich. Heute berichte ich von der Bahnstrecke, die in die Abenteuerbucht führt. Oh, da kommt der Zug ja schon. Rocky, bau die Schienen so schnell du kannst wieder zusammen. Rubble, wir müssen den Lokführer warnen. Alles klar. Die Schienen sind kaputt! Oh nein, das schaffe ich nicht mehr rechtzeitig! Ich krieg das hin! Das Gleis ist repariert. Alles okay, Rubble. Danke, Superhunde. Ihr habt es mit eigenen Augen gesehen. Die Superhunde haben den Zug gerettet. Du musst einen Graben ausheben, damit die Lava von hier weg in die Schlucht fließt. Ein Graben kommt sofort. Graben, Graben, ich schaffe es. Wir sind fast da. Wir müssen nur noch über die Felsenbrücke. Wie kommen wir jetzt darüber? Rocky, Zuma, Sky, ihr müsst die umgestürzten Bäume über die Schlucht legen, damit die Dinos sie sicher überqueren können. Gut gemacht. Verstanden. Kriegen wir hin. Ich bin an der Reihe. Das habt ihr gut gemacht, Freunde. Und nun bringen wir die Dinos rüber. Rubble, schnell, wir müssen hier weg. Der Graben ist fertig. Wir können... Ich mag gar nicht hinsehen. Hat es geklappt? Überzeug dich selbst. Ja, wir haben es.
Vulkan, sondern ein T-Rex, der Hilfe braucht. Er sitzt fest. Ein T-Rex ist ein ziemlich großer Dino. Das heißt, wir brauchen was Riesengroßes, um ihn zu retten. Robohund, bring uns den Dino-Patroller. Rex, du musst mir dabei helfen, ihn an Bord zu bringen. Auf ins Dino-Abenteuer. Rubble, du musst mir helfen, rüberzukommen. Rubble ist der Retter. Ist der ja. Ryder, der Dino-Patroller kann nicht durch die heiße Lava fahren. Ja, du hast recht, er kann nicht durchfahren. Aber er kann drüber hinwegfahren. Rubble, schieb ein paar Felsbrocken in die Lava. Die sitzen felsenfest. Ihr könnt jetzt fahren. Also gut, dann bringen wir ihn mal weg. Was hat er gesagt, Rex? Das sage ich dir lieber nicht. Folge mir einfach auf den Dino-Patroller. Dir wird nichts passieren, versprochen. Die Felsbrocken schwimmen weg. Und wie sollen wir jetzt über die Lava kommen? Siehst du die Felsen dort? Wir nehmen sie als Startrampe und springen über die Lava hinweg. Moment, du meinst, wir sollen einen Sprung über den Graben machen? Ja, los, Robohund, gib Gas. Festhalten, T-Rex! Jetzt ist es wieder schön ruhig. Allerdings, und der Vulkan dürfte erstmal für lange Zeit schlafen. Oh. Achtung, ich komme! So, wo soll das erste Loch hin? Genau da drüben. Gemacht, Rubble. Okay, Rocky. Du machst jetzt das Loch größer, damit der kleine Wal tief Luft holen kann. Säge. Also dann, Everest. Wie wär's, wenn du mit deinem Wurfhaken den Eisklotz rausziehst? Bei Eis und Schnee ist doch klar, bin ich da. Wurfhaken. Das hast du toll gemacht, Everest. Ich glaube, das ist eine gute Stelle, Rubble. Oh, wow, was ist denn los? Das ist der Babywal. Der ist so süß. Du musst sehr einsam gewesen sein da unten, nicht wahr? Das ist aber kalt. Da hast du wohl Spaß dran. Nichts abgekriegt. Wahrscheinlich weiß der Wal, dass ich kein Wasser mag. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Hey! Hallo, Kumpel. Gib mir mal deine Flosse. Und jetzt bitte... Oh, oh. Kalt! Hilfe! Gemacht, Zuma, Rubble ist im Wasser. Du musst ihm mit deinem Flugrucksack raushelfen. Dann geht's jetzt ab ins Wasser. Zuma! Juhu! Ja! Und jetzt Marshall. Rubble braucht eine schöne warme Decke, sobald Zuma ihn aus dem eisigen Wasser geholt hat. Ich bin bereit, Ryder. Ruff, ruff, Rettungshund. Gut gefahren.
Ja! Danke, Zuma. Ich wäre beinahe zu einem Eis am Stiel geworden. Ich bin echt froh, dass ich keinen Spritzer Wasser abgekriegt habe. Geht's und... Sanitäter Marshall ist im Landeanflug. Du hattest eine Decke bestellt, stimmt's? Danke, Marshall. Freunde, wir müssen den Babywal zurück ins Meer bringen. Los, kommt! Komm schon, kleiner Wal, los! Komm schon, Babywal! Du kannst das! Komm schon, Babywal, spring! Du schaffst das! Ich glaube, er versteht mich nicht. Na klar, der Babywal spielt gern. Vielleicht bekommen wir ihn dazu, fangen zu spielen. Everest, meinst du, wenn du auf dem Snowboard fährst, verfolgt dich der Wal? Sicher! Fang mich doch! Snowboard! Wetten, du kriegst mich nicht, Baby? Komm, fang mich doch! Nicht schlecht, Babykumpel. Gleich nochmal. So wie ich. Beeilt euch, Freunde. Ja, der Wal spielt echt gern mit dir. Fang mich doch. Seht euch das an. Wahnsinn. Ich glaube, diesem Hammerhai dort gefällt mein U-Boot. Erinnert es dich an jemanden, den du kennst? Hier ist der Grabenfell, Freunde. Und da ist das Riff. Oh, ist das schön. Aber auch sehr empfindlich. Wir müssen verhindern, dass etwas Schweres in das Riff stürzt und es zerstört. Okay, Rubble, du musst jetzt die Luke öffnen, aber sei vorsichtig. Greifer! Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Die Luke geht bestimmt bald auf. Was auch immer dieses Ding ist, es klemmt richtig fest. Moby, was machst du da? Nichts. Tut mir leid, Coral. So kriege ich euch nicht raus. Es muss noch einen anderen Weg geben, Zuma. Vielleicht findest du etwas mit deinem Sonar. Ich prüfe das, Ryder. Sonar! Ich sehe noch eine Luke hier, aber sie ist durch einen Felsen versperrt. Schnell, Rubble. Schieb den Felsen vom U-Boot weg. Rubble ist der Retter! Das sieht doch gleich besser aus. Coral, wir haben einen Ausstieg gefunden. Komm schon, Moby, nichts wie raus hier. Ich komm gleich nach. Nicht so schnell, Mr. Tinti. Wir gehen nicht ohne dieses Ding hier. Ist doch egal, was es ist. Wenn es so schwer abgeht, dann muss es etwas Gutes sein. Jetzt pack schon an und zieh. Warte, nein, doch nicht mich. Oh, danke. Wir haben ganz schön in der Klemme gesteckt, oder, Moby? Moby? Die beiden sind immer noch da drin. Moby, beeil dich. Ihr müsst da raus. Rubble, fahr mit deinem Hammerhai in den Graben und halte das U-Boot auf. Er meinte mein Hammerhai-U-Boot, Kumpel. Aber komm gern mit. Ich kann nicht hinsehen. Wir müssen unter das U-Boot, damit wir es wieder hochschieben können. Das war knapp. Rubble, ist alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich habe das sinkende U-Boot gestoppt, aber ich kann es nicht wieder hochschieben. Ich stecke hier fest. Netter Versuch, Kumpel, aber ich glaube, du kannst das U-Boot auch nicht anheben. Nein, aber der Wahlpatroller kann es. Ich rufe alle Aquahunde. Wir brauchen euch. Dich auch, Coral. Macht euch bereit. Und
Haben wir irgendwelche langen Halteseile an Bord? Toll! Wenn alle mithelfen, sie am U-Boot festzumachen, kann der Wahlpatroller es aus dem Graben ziehen. Bleiben unsere U-Boote dann nicht stecken wie Rubble? Nicht, wenn ihr etwas Kleineres fahrt, Sky. Coral, können deine Fischfreundinnen und Freunde helfen? Oh ja, wir kriegen bestimmt helfende Hände oder Flossen. Komm schon! Unsere flosstastischen Fischmobile sind hier. Sie sind fast wie unsere U-Boote. Hat jemand vielleicht einen Tipp, wie man auf einem Delfin reitet? Schon gut. Also, Fellfreunde, schnappt euch ein Seil und legt los. Oh, oh, ich habe so das Gefühl, dass das U-Boot noch weiter absinkt. Gut so, du schaffst das. Ich glaube, Coral braucht ein bisschen Hilfe. Volle Hammerkraft voraus. Geschafft! Gut gemacht, Kumpel! Ruff! Autopilot! Wir sehen uns da oben, U-Boot! Das letzte Seil ist angebracht! U-Boot, Start klar! Das habt ihr gut gemacht, Robohund. Hol es bitte rauf. Aber schön vorsichtig. Was passiert jetzt, Mr. Tinti? Ich kann nichts sehen! Es klappt! Das U-Boot ist gleich oben! Die Felsen kommen runter! Das Riff! Ruff! Blubberblasenwerfer! Ihr habt es geschafft, Fellfreunde. Und jetzt setzen wir es weit weg vom Graben ab. Ruby, du kannst jetzt rauskommen. Aha, wenigstens habe ich es geschafft, ein super cooles Teil für mein Fahrzeug zu bekommen. Das war's. Der Felsbrocken ist lose. Schieben wir ihn weg. Ruf, Schaufel! Du meinst, dass ich sie entdeckt habe. Aber wir spielen gerade so schön. Ah, seht euch das Chaos an. Ich könnte... Ah, und sie haben meine Kätzchen mitgenommen. Keine Sorge, Herr Bürgermeister. Wir bringen Ihnen die Kätzchen wieder. Wildcat, du musst sofort in die Nachbarstadt kommen. Nachbar, was? In die Nachbarstadt. Sie ist gleich neben unserer Zentrale. Wir brauchen deinen Super-Raketenantrieb, um die Ruff-Ruff-Gang einzuholen. Dieser Kater ist bereit für eine wilde Fahrt. Oh Mann, Wildcat ist wirklich schnell. Ja, legen wir los. Rette meine Chaos-Kätzchen, Wildkätzchen. Ich komme, Kätzchen! Hey, wer hat meinen Beiwagen geschrumpft? Was soll das? Linker? Ups, Kartköppe. Habe ich etwa Mist gebaut? Total Mist. Aber diesmal finde ich das sogar toll. Wenn wir diese Kätzchen entführen, wird das der totale Krach und Krawall. Kätzchen haben dich echt gern. Ja, und ich stehe voll drauf, Laufkrawall zu machen. Ruff, Schraubenschlüssel! Sie sind direkt vor uns. Oh, oh, wer stellt denn sowas dahin? Ich fahre einfach an der Wand weiter. So, und los. Aufgepasst, Feldfreunde! Krokodil voraus! Ein Krokodil? Ich habe im letzten Wettkampf 30 übersprungen. Hauptsache, es ist keine... Oh. Maus! Miau! Super Raketenantrieb! Miau! Ah! Oh, verflixt! Und was nun? Okay, es reicht. Ich habe die Nase voll von den Katzen. Ruff, Greifer! Nur noch ein Bolzen und ihr rollt ganz weit weg. Von mir. Sofort anhalten, Ruff Ruff Gang. Sowas, der Tunnel ist einfach zu Ende und dann kommt Wasser. Radkappe, was sollen wir machen? Zuerst guck mal hier rüber und dann kommst du mich holen. Ich steck krawallig in der Klemme. Es
ist vorbei. Ihr habt genug Krawall gemacht. Wo sind die Kätzchen? Sie sind da unten. Oh, meine Kätzchen können nicht schwimmen. Wir übernehmen das. Chase, komm zum Kanalende. Rocky, komm zu den Klippen am Rande der Bucht. Schnell! Das ist ein Fall für Chase. Rocky, Rock! Ryder, ich bin bereit. Ich bin es auch. Sehr gut. Mach dein Seil an dem Rohr dort vorn fest. Ruff, Seilrutsche. Rubble, du hebst den Beiwagen mit deiner Baggerschaufel aus der Bucht. Wie soll ich denn da hinkommen? Du schwingst dich mit dem Seil runter zusammen mit Wildcat und Chase. Miau, Krallengreifer. Ruff, Seilwinde. Ich kann gar nicht hinsehen. Miau, miau, gern geschehen. Wir Katzen müssen doch zusammenhalten. Und jetzt geht's aufwärts. Seil lösen. Rocky, Speziallieferung. Hab sie. Und Rubble, du musst mit deinem Fahrzeug und der Abrissbirnenschleuder die Fässer wieder an ihren Platz bringen. Für Ritter Rubble kein Problem. Ja! Nein, keine Spur von Sparks und Schnuffinchen. Dann such einfach weiter und wenn du sie findest, sag uns sofort Bescheid. Rubble, du kannst dich jetzt um die Fässer kümmern. Ich werde sie einsammeln und dann stelle ich sie auf. Wow, der Pfosten ist zerbrochen. Und ich weiß auch schon genau, womit ich ihn repariere. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Das habt ihr gut gemacht, Ritter Rocky und Ritter Rubble. Seht es dir! Ah! Ich hab dich! Es muss einen einfacheren Weg geben, Königin zu werden. Ich hatte wirklich genug Aufregung für heute. Eure zukünftige Königin ist raus. Oh, Balduin, du weißt, was ich jetzt brauche. Allem Anschein nach gibt es nur noch zwei Teilnehmer, Klaue und den geheimnisvollen Ritter. Für jeden durchgeführten Wettkampf gibt es einen Punkt. Grün bedeutet einen Punkt. Rot, nun ja, kein Punkt. Gut, ich fange an. Ruff, Greifzange. Ein Punkt für Klaue. Wahnsinn, er hat es wirklich drauf. Nein, Sparks, du sollst um die Fässer rumlaufen und sie nicht umschmeißen. Kein Punkt für Klaue. Oh, ich hatte die Fässer gerade wieder aufgestellt. Ein Punkt für Klaue. Sehr gut. Lange hält das Seil jetzt nicht mehr. Und es reißt, wenn der geheimnisvolle Ritter den Sack trifft. Haha. Wenn der Sack sich nicht dreht, dann ist alles zu spät. Als nächstes folgt der geheimnisvolle Ritter. Klaue hat nur 2 Punkte bekommen. Ich wette, der geheimnisvolle Ritter schafft alle 3 und gewinnt das Turnier. Die Ringe! Oh, oh. Ein Punkt für den geheimnisvollen Ritter. Ja, geheimnisvoller Ritter! Ja. Achtung!
Noch ein Punkt für den geheimnisvollen Ritter. Ja, gut, geheimnisvoller Ritter. Juhu! Es ist unmöglich, dass er gewinnt. Ich habe dafür gesorgt, dass das Seil an dem schwingenden Sack reißt. Stopp! Das Seil wird reißen. Wow! Seht nur, wie der Sack sich dreht. Aber er ist weggeflogen. Ist das nicht gegen die Regeln? Oh nein, er fällt genau auf Klaue. Nicht, solange ich da bin. Puff, Katapult. Herr Graf, die Hunde haben das Seil überprüft. Es war in Ordnung. Klaue ist als Letzter am Sack gewesen. Er muss was gemacht haben. Das spielt überhaupt keine Rolle. Der Sieger des Turniers ist der geheimnisvolle Ritter. Ja! Ja! Wahnsinn! Ihr wart spektakulär, geheimnisvoller Ritter. Bitte gebt euch zu erkennen. Rubble ist mit seinem Big Truck der Retter. 10-4 und ab geht's mit mir. Honk, honk! Alles klar, die Truckerhunde legen los. Nimm einen Sack Zement aus Rubbles Truck und bring ihn zu Marshall. Klar, wird gemacht. Puff. Oh, Mini-Helfer. Ich sag dir mal was. Ich finde es toll, wie du arbeitest, Rubble. Danke. Die großen Brocken helfen, den Sockel zu befestigen. Marshall, Trucker-Freund, du bist dran. Alles klar, willkommen, Marshall. Gute Arbeit, Trucker-Freunde. Das war der beste Plan, Ryder. Und jetzt halten die Stützpfeiler wieder. Gute Nachricht für alle. Freie Fahrt, es kann nichts mehr passieren. Die Fahrbahn reißt auf. Al kann die Risse nicht sehen. Ich muss die Leute warnen. Sie müssen die Brücke schnellstens räumen. Auf diese alberne Hupe reagiert keiner. Al, sag allen, sie sollen schnell von der Brücke runter. Die Fahrbahn hat unten einen Riss. Verstanden, Rubble. Eine Warnung. Alle Autofahrer müssen die Brücke so schnell wie möglich verlassen. Dieses Geräusch, das ist ein Wal. Er ist bestimmt gekommen, um zu sehen, was hier los ist. Wale sind total cool. Hörst du das, Meckerliese? Ich glaube, das ist ein Wal. Ja, aber weißt du, was total uncool ist? Das! Oh, oh! Bauer Alfreds Wagen fällt gleich durch die Brücke. Danke für die Warnung, Rubble. Und wir müssen den Wal von hier wegkriegen. Du hast es geschafft, Zuma. Er ist weggeschwommen. Ein Glück. Wahlfreundchen, nicht so schnell! Ich brauche mein Selfie! Der Bürgermeister hat den Wal wieder unter die Brücke gescheucht! Wir müssen Bauer Alfred retten, schnell! Sky, wir brauchen dich über der Brücke für eine Luftrettung! Verstanden, Ryder! Hey, Kätzchen, kuschelt euch alle schön dicht an. Kommt, ein Stückchen noch. Ihr seid nicht im Bild. Ja, gut. Und jetzt mal alle kräftig miauen. Der Bürgermeister weg da! Sie sind in großer Gefahr! Sie werden getroffen! Nein, ich werde das verhindern. Du hast das Teil aufgefahren! Hey,
super gemacht, Al. Fellfreunde, da ist noch ein Stück rausgebrochen. Und mein Greifer ist voll. Wir können gar nicht hinsehen. Bürgermeister Besserwisser und Herr Wahl, kommt doch schnell weg. Ihr seid in großer Gefahr. In Gefahr? Ja, ist jemand in Gefahr? Dann hupst du und schon ist Hilfe da. Chase, ich brauche dein Megafon. Ho, Mini-Helfer. Diese Hupe muss es jetzt bringen. Wir sind nicht nass geworden und kein Tropfen fiel auf meinen Hut. Ah. Nein, mein Smartphone, mein Wahl-Selfie. Diese Spur führt uns bestimmt zu Katys Salon. Chase, du holst sie ein. Folge der Spur. Sieh mir hinterher, wenn ich nicht zu schnell bin. Sieh an, wir bekommen Besuch. Die Superhunde. Ja, ihr solltet endlich aufgeben. Kommt nicht in Frage. Wir laufen einfach schneller. Ryder, ich habe sie gefunden. Sie laufen in Richtung Schlucht. Wir kommen sofort. Sofort anhalten, Bürgermeister Besserwissers, und Katys Salon abstellen. Der hat uns gar nichts zu sagen. Wir sind Superklone. Los, los, los. Hoppla, ist das steil. Oh nein. Hoppla, nichts wie weg. Kathi, geht es euch gut? Nichts passiert. Doch nicht. Wie holen wir sie da raus? Wir brauchen Superhundekraftverstärkung. Marshall, komm bitte sofort zur Schlucht. Ich bin ein Super-Rettungshund. Das seid ihr ja, Onkel Bürgermeister-Klone. Ihr kommt jetzt mit mir zurück und macht gefälligst, was ich euch sage, damit aus mir ein Super-Bürgermeister wird. Das ist eine lächerliche Idee. Ja, wir müssen uns den Katzensalon holen, bevor diese Hunde hier aufkreuzen. Worauf warten wir denn noch? Vorwärts! Packen wir's an! Warte, nein, halt! Und dabei kam mir die Klonidee am Anfang so genial vor. Da bin ich, Ryder. Sehr gut. Superhunde, Zeit für vereinte Pfotenkräfte. Alles klar. Oh, ja. Volle Pfotenkraft. Marshall, wir brauchen deine Pfotenkraft mit Supersprung, um Kathi und Katzi zu befreien. Schnell, benutze den Schwebemodus deines Fahrzeugs und gleite runter. Wird gemacht. Marshall, ich hole euch hier raus. Haltet euch fest. Danke. War mir ein super Vergnügen. Oh, oh. Wenn ihr Klone nicht freiwillig mitkommt, nehme ich meinen Klonfängerkäfig zur Hilfe. Ryder, die Klone kommt zurück. Rubble, jetzt brauchen wir deine super Bebenstärke. Achtung, rasende Kugel! Mein Meteoritenstück, nein! Der schlimmste Superkrafttag aller Zeiten. Chase, bring mit deinem Ultrabellen den Salon zum Schweben. Fang ihn auf, Rubble! Danke, dass ihr uns gerettet habt. Dafür dürft ihr alle zu einem super Schaumbad kommen. Wenn ihr mich fragt, ich finde das super gut. Danke, Ryder, dass ihr uns geholfen habt. Gern geschehen. Wenn's wieder mal zu viele Bürgermeister gibt, ein Anruf reicht. Paw Patrol zum Paw Patroller. Ryder braucht uns. Entschuldigt, ich war wieder völlig von der Rolle. Marshall.
auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr so schnell gekommen seid, Fellfreunde. Bürgermeisterin Gutherz schlafwandelt und hat versehentlich die Schweinchen freigelassen. Oh nein! Sollten wir versuchen, sie aufzuwecken? Ja, aber wir dürfen sie dabei nicht erschrecken. Sie könnte sich wehtun. Außerdem hat der Segelohr sich den Fuß unter einem Trog eingeklemmt. Ich steck fest! Für diesen Einsatz brauchen wir Rubble. Du musst mit deinem Kran den Trog anheben. Rubble ist der Retter! Danke, Rubble. Wie geht's Ihrem Fuß? Er ist voller Matsch, aber sonst geht's ihm gut. Was ist das? Da seid ihr ja. Ich musste einfach nur eure Sprache sprechen. Also, wie bekommen wir euch alle zurück in euren Schweinepferch? Ich kann diese kleinen Grunzer mitnehmen. Hey, hier lang, Rubble. Sollen wir jetzt die Bürgermeisterin aufwecken? Hey, wo ist sie denn nur hin? Ja, Freunde. Seht mal, gleich hat sie keine Fässer mehr. Rubble, schieb die Heuballen rüber, um die Bürgermeisterin aufzufangen. Mach ich. Na, jetzt bin ich aber echt platt. Ich muss sagen, sie ist im Schlaf ein besseres Kaugirl, als wenn sie wach ist. Da ist sie! Sie reitet zu zweit? Sie ist das beste Kaugirl, das ich je gesehen habe! Chase, sie reitet direkt auf Oscar und Henrietta zu. Bin schon unterwegs! Sie geht auf den Rand zu. Chase, benutzt dein Netz als Rettungstrampolin. Wow, Netz! Da kommt sie! Und da hüpft sie weg. Oh, oh, jetzt ist sie noch viel höher. Sky, du musst sie aus der Luft retten. Mach ich. Ich heb jetzt ab. Wir müssen sie irgendwie vom Rand fernhalten, bis Sky hier ist. Chase, du musst da hoch. Saugnapfpfoten! Frau Bürgermeisterin, stehen bleiben! Bitte! So froh, dass ihr Zeit hattet zu kommen. Ein blöder Zeitpunkt für eine Panne. Die ganze Stadt wartet auf mich. Das kriegen wir schon hin. Wo stecken Sie denn fest? Oh, ich weiß, warum das passiert ist. Rubble, kannst du den Tunnel ein bisschen breiter machen? Und den Jahrmarkt damit retten? Und ab! Hurra! Rocky, sorg dafür, dass die Ladung wieder an ihren Platz kommt, damit der Zug weiter durch den Tunnel fahren kann. Ich kümmere mich drum. Paw Patrol, ihr seid die Besten. Und Ryder, wie sieht es aus? Das sieht super aus, Rubble. Ich würde sagen, der Zug kann weiterfahren. Ich muss nur noch eine Sache aufladen. Kommt mal her, das müsst ihr sehen. Ich sehe voll komisch aus. Ich auch. Ryder, warum hast du so ein langes Gesicht? Weil meine Beine so kurz sind. Was hast du gegen kurze Beine?
alles wieder gesichert. Es kann losgehen. Wir fahren hier mit und passen schön auf, dass nichts verrutscht. Und ich räume alles auf. Herr Lokführer, wir sind alle an Bord. Auf geht's in die Abenteuerbucht. Vielleicht noch eine Banane? Oh, vielleicht lieber nicht. Ich weiß, was ich mache. Ich nehme einfach meinen Raketenantrieb. Damit komme ich bestimmt extrem in Fahrt. Wow! Oh, ich komme direkt von oben. Achtung! Oh! Ich muss fliegen. Schneller, Arme! Das wird eine Bruchlandung. Draufgänger Danny? Rubble, fahr hinter Danny her und bring ihn in Sicherheit. Ich bin schon unterwegs. Oh, Ryder! Keine Sorge, Rocky. Wir kommen dich holen. Sky, komm her und rette Rocky. Schnell! Ja, ich bin der Flughund! Oh, dieser Trick war nicht geplant, Leute. Aber ich muss sagen, extremes Tastenschlittern ist voll cool. Wuhu! Ich muss Danny unbedingt einholen, bevor ihn die Kiste erwischt. Oh, oh, das sind aber eine Menge Bäume. Wow, coole Karussellfahrt. Ich wünschte nur, ich hätte nicht so viele Bananen gegessen. Oh je. Ich weiß noch nicht, ob das Spaß macht, wenn ich doch nur wüsste, wohin die wilde Fahrt geht. Ryder, ich bin über dem Berg, aber ich kann Rocky nicht entdecken. Er ist auf dem Spiegel für den Jahrmarkt unterwegs. Wenn Rocky es schafft, dass die Sonne auf den Spiegel fällt, dann funkelt er und wir wissen genau, wo er ist. Rocky, kriegst du es irgendwie hin, mit dem Spiegel das Sonnenlicht zu reflektieren? Ich versuch's, aber ich muss ihn zuerst umdrehen. Greifer! Das hat Spaß gemacht. Und jetzt fange ich ein paar Sonnenstrahlen. Sky, siehst du den Spiegel funkeln? Ja, Rocky, ich sehe ihn. Und ich komme, um dich abzuholen. Schön, dich zu sehen, Sky. Mann, das war vielleicht eine wilde Fahrt. Ryder, ich komme, Rocky. Gut gemacht, Sky. Und jetzt retten wir Danny. Hier geht es extrem tief runter. Das ist selbst für mich zu viel. Robbie, Hilfe! Robbie, ich bin hier! Ich sehe dich, Danny. Halt dich fest! Oh. War doch halb so schlimm. Aber es war knapp. Ja, extrem knapp sogar. Danke. Das habe ich doch gern gemacht. Und jetzt zum Jahrmarkt die Sachen abgeben. Schaufel! Oh nein! Oh, ich kann nicht hinsehen. Das müsste reichen. Hallo, Herr Bürgermeister. Du bist dran, Al. Schnapp dir die Hütte mit deinem großen Greifer. Los! 10-4, Kollege. Dieser Eisstraßentrucker ist schon unterwegs. Wurde aber auch Zeit, dass ihr herkommt. Beeilt euch und haltet das Ding an. Ruff, Big Truck bereit. Festhalten, Herr Bürgermeister. Eisfläche rutscht die Hütte sogar noch viel schneller. Ja! Ryder, wer ist der wuschelige Skifahrer da am Sessellift? Das ist kein Skifahrer, das ist ein Bär. Sky, rette ihn, bevor er runterfällt. Verstanden, Ryder. Woof! Big Truck, bereit!
Zeit! Ich hab dich, Brummbär! Bitte komm, bitte komm! Er ruft Ryder! Es ist holprig und eisig! Die Hütte zu schnappen wird nicht so einfach sein! Du schaffst das, Al! Du bist der beste Eisstraßentrucker, den ich kenne! Gleich hab ich Sie, Bürgermeister! Bleiben Sie ruhig sitzen! Sitzen bleiben! Das ist gar nicht so leicht! Hey Ryder, wir sind gerade am Strand angekommen. Wie läuft's zu Hause? Ist das eine Skisprungschanze? Wieso Skisprungschanze? Ich rufe euch gleich wieder zurück, Jake. Wenn dieser Urlaub vorbei ist, brauche ich sofort wieder Urlaub. Die Hütte wird auseinanderbrechen. Das müssen wir verhindern. Al, du musst versuchen, sie aufzufangen. Na, dann drück ich mal auf die Tube. Das bedeutet, super schnell fahren. Ich hab schon Schlimmeres erlebt, glaube ich. Das war knapp. Hab's geschafft. Was? Kein Beifall für mich? Ich bin immerhin mit einem snowboardenden Haus den Berg runtergeschlittert. Habt ihr eine Idee, wie wir Jakes Hütte wieder auf den Berg raufkriegen? Die Hütte auf Eis und Schnee ist wohl für einen Truck allein viel zu schwer. Na gut, dann machen wir es als Team. Unterschalten und langsam fahren. Eisstraßen-Trucker-Regel. Konzentriert euch aufs Lenken und wir bringen dieses Schlitterhäuschen ans Ziel. Schlitterhäuschen. Wow, Jakes Hütte ist wieder genau da, wo sie hingehört. Ja. Aber wo sind die ganzen Möbel hin? Der Bürgermeister kümmert sich schon darum. Wo sind meine Kätzchen? Mit ein bisschen Hilfe würde das viel schneller gehen. Hey, Ryder. Sieht aus, als wärt ihr auf meinem Berg. Ist alles in Ordnung? Tja, sagen wir einfach, deine Hütte hat auch eine kleine Reise gemacht. Aber jetzt ist alles wieder gut. Danke. Kein Problem. Wenn es wieder mal bergab geht, ein Anruf reicht. Hilfe! Ryder, Achtung! Guck nach oben, bitte! Hilfe! Keine Sorge, wir holen euch da runter. Keine Tanzfläche zu hoch, keine Pforte zu klein. Robohund, hol den Air Patroller. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Der schwingende Tanzboden von Herrn Segelohr ist zu hoch geschwebt. Hilfe! Wir müssen allen runterhelfen. Oh nein, wir müssen den Tanzboden im Gleichgewicht halten, Leute. Also wenn ich es euch sage, geht langsam in die Mitte, damit der Boden nicht kippt. Julia und Julius, na los! Ich gehe zuerst, ich darf nicht hinfallen. Lukas! Halte durch! Wir schaffen das! Chase, Zeit, dein Netz auszuwerfen. Netz! Los, Sky! Du hilfst jetzt Julia und Julius ins Netz. Verstanden, Ryder! Du zuerst, Julia! Halt dich an meinen Beinen fest, dann hebe ich dich ins Netz! Jetzt du, Julius! Ich bin sicher, ich habe gewonnen. Daher nehme ich jetzt diesen schönen Pokal an mich. Tut mir leid, die Pokalübergabe findet erst am Ende des Konzerts statt, Bürgermeister Besserwisser. Also, du hast deinen Zeitplan und ich habe meinen. Hey, jetzt kriege ich es hin!
passiert jetzt? Die Steuerung ist kaputt und hat die Düsen wieder angeschaltet. Rubble, du musst jetzt alle beruhigen. Für Retter Rubble kein Problem. Rocky, flieg unter die Tanzfläche und sieh dir die Luftdüsen an. Es wird alles gut. Stellt euch vor, wir stehen auf einem riesigen Plattenteller und euer Lieblingslied von Lukas Stern spielt. Leg los, Lukas! Tanz den Power Slide, tanz den Power Slide. Ryder, eins der vier Düsenkabel ist nicht angeschlossen. Das ist bestimmt der Grund fürs Rumschaukeln. Kannst du es wieder anschließen? Aber klar. Wupp, Greifer! Ich dachte, wir würden nie aufhören, uns zu drehen. Aber jetzt fliegen wir aufs Meer zu. Keine Panik, Leute. Die Düsen sind nicht für den Dauerbetrieb. Sie können die Tanzfläche nicht ewig oben halten. Dann fällt sie einfach runter ins Meer. Entschuldigung. Robohund, flieg über die Tanzfläche und lass die Hakenseile runter. Fellfreunde, macht die Haken an der Plattform fest. Rocky, Düsen ausschalten. Alles klar. Düsen aus. Oh! Ja! Oh! Ja! Tanz in Power Slide, tanz in Power Slide. Tanz in Power Slide, tanz in Power Slide, ja! Streck die linke Pfote aus, die rechte Pfote auch. Dreh dich um und sag, ich bin gut drauf. Wundervoll. Wuhu, alles klar, ja. Ich danke euch. Ich danke auch dem zweiten Texter unseres neuen Liedes, Paw Slide, und meinem Lieblings-DJ, Robo. Der Pokal geht an die Paw Patrol. Sie hatten die besten Moves des Abends auf und neben der Tanzfläche. Danke für die tolle Rettung. Ein super Einsatz, zu groß keine Superkraft, Pfote zu klein. Superhunde zur Zentrale! Ryder braucht uns! Bereit für den Einsatz, Ryder! Und unsere neuen Anzüge sind super cool! Danke, Superhunde, dass ihr euch so beeilt habt. Irgendwoher haben die Chaos-Kätzchen plötzlich Superkräfte. Oh. Was? Kätzchen mit Superkräften? Da muss ich ja schon niesen, wenn ich nur daran denke. Sie bereiten überall in der Abenteuerbucht Probleme. Und wir brauchen euch Superhunde und eure Superpfoten, um sie zu bremsen. In der ganzen Stadt? Also Chase ist super schnell. Aber wie sollen wir anderen das so schnell hinbekommen? Mit euren neuen Superfahrzeugen, die von euren Superkräften angetrieben werden. Super Chase, du holst mit deiner Supergeschwindigkeit und deinem Superfahrzeug das Kätzchen ein und nimmst ihm mit deinem Energienetz Herrn Pfeffers Thunfisch weg. Die Superpfoten regeln das schon. Und Super Rubble, du schiebst mit deiner Superkraft und deinem Superfahrzeug die Flunder wieder zurück ins Wasser. Und wenn wir sie finden, bringst du Bauer Alfreds Kühe zurück. Super Rubble ist der Retter! Und außerdem brauchen wir Super Sky. Du bringst mit deiner Wirbelwinddüse den Fisch von Captain Tollpatsch zurück. Ich bin der Wirbelwind-Superflughund! Alles klar! Die Superhelfer auf vier Pfoten legen los! Katzenspielzeug kommt sofort. Und fertig. Toll, das werden die Kätzchen sicher lieben. Hey, wo wollt ihr hin?
unsere Chance. Meinst du, du schaffst es, vor ihm an der Klippe zu sein? Und ab! Ich zeig's dir schnell! Kätzchen, vergesst die dumme Spielzeugmaus! Und stopp den Hund! In dieser Stadt wird es gleich richtig nass. Ich weiß, was wir machen. Wenn wir die Satellitenschüssel vom Superturm direkt vor den Laserstrahl halten, wird er zurückgeworfen und zerstört sich selbst. Hier, Sky! Dann fangen wir mal den Laserstrahl ein! Es fehlen nur noch ein paar Meter und meine Insel... Kommt ihr dazu, schon wieder meinen Plan zu zerstören? Kein Problem, ich werde ihn reparieren. Hä? Wo sind meine Kräfte? Komplizenmietzen repariert ihn sofort. Eure sind auch futsch? Ich verstehe das nicht. Ich habe das Meteoritenstück hier in meiner... Hey, wo ist es hin? Ryder, Berthold und die Katzen haben ihre Superkräfte verloren. Auseinander. Wir müssen ihn zusammenhalten, sonst schwimmt die Stadt weg. Das schaffen wir nicht mehr. Es tut mir so leid. Ich habe gehört, die Stadt braucht einen Rettungshund. Supermarschall. Dann geht mal los. Vielen Dank, Superhunde. Endlich ist in der Abenteuerbucht wieder alles normal. Gern geschehen. Wenn freche Superkatzen mal wieder Schaden anrichten, ein Anruf reicht. Paw Patrol. Der einzige Weg, diese Motorradschurken aufzuhalten, ist als Moto Patrol. Also aufgepasst! Krass! Cool! Pfotenstark! Paw Patrol zur Motorradzentrale. Ryder braucht uns! Warte, ich helf dir! Dieser Kater landet immer auf seinen Pfoten. Ja, aber dieses Mal auf mir. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Motorradmäßig. Ja. Unsere neuen Anzüge sind cool. Ja, wow. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Ein Hunderudel auf Motorrädern erschreckt die Leute in der Stadt. Hilfe! Das heißt für uns, wir müssen die Bösewichte vertreiben. Und das bedeutet, ich ernenne euch alle für diesen Einsatz zur Moto Patrol. Moto Patrol? Cool. Mich auch? Auch wenn ich kein Hund bin? Ja, Katzen haben doch auch Pfoten. Fellfreunde, begrüßt mit mir das erste Katzenmitglied der Paw Patrol. Krallenstark. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Haben sich getrennt. Der Schnellere von ihnen fährt in Richtung Stadt und die anderen wollen bestimmt zum Hafen. Hefte dich an die Fersen des Schnellsten. Ich besorge uns Pfotenverstärkung. Zuma, komm schnell zum Hafen. Wir brauchen dich vielleicht für eine Wasserrettung. Ab ins Wasser! Erledigt, Ryder. Der rollende Becher ist gestoppt. Kann ich noch etwas tun? Folge den anderen beiden Hundeschurken zum Hafen. Schnell! Wird gemacht! Oh, das nenne ich mal eine Flitzekatze. Das könnte wehtun. Wow, es hat wirklich funktioniert. Ich habe nicht mal einen blauen Fleck. Krach und Krawall für immer.
Schneekette, starte mal das Ding. Ich mache gleich Krach und Krawall mit dem megagrößten Motorrad, das es auf der Welt gibt. Na gut, Radkappe, wie du meinst. Ruff, Schraubenschlüssel. Wahnsinn, ich kann das Ding wirklich steuern. Ruff, Megafon. Das ist bald genug. Die Fahrt ist hier zu Ende. Du hältst mich nicht auf. Das macht Spaß. Sie hauen ab, wir müssen was tun. Freunde, für diesen Einsatz habe ich euch alle zur Moto Patrol ernannt. Haltet die Ruff Ruff Gang von der Stadt fern. Sky, Rubble, Rocky, Marshall, ich brauche euch. Wir fahren direkt auf. Ich weiß, wir fahren auf ihre Zentrale zu. Hört endlich auf, euch einzumischen. Sie fahren in Richtung Schlucht. Sie werden in die Tiefe stürzen. Wir müssen sie unbedingt aufhalten, bevor sie dort ankommen. Fertig, Wildcat? Ich weiß schon, was wir dafür brauchen. Rar, super Raketenantrieb. Stark, Wildcat. Jetzt versuch mit der Wolle sein Rad zu blockieren. Das kriege ich hin. Rar, Vollknallwerfer. Stark, Wildcat. Ich wusste, du schaffst den Sprung. Gut gemacht. Das war hammermäßig. Was für eine Rettung. Danke, dass ihr euch so beeilt habt, Freunde. Moby hat den Wahlpatroller geklaut und fährt alles über den Haufen. Wir müssen ihn unbedingt aufhalten. Sie werden euch transportieren. Wow, voll krass. Willst mich mitnehmen, Robohund? Danke. Alles klar. Jetzt legen die Aquahunde richtig los. Ruby ist hier lang gefahren. Sky, mal sehen, was deine Drohne findet. Verstanden, Ryder. Wuff, Matterdrohne. Sieht aus, als hätte sich etwas durch Seegras gefressen. Oh nein, das könnte der Wahlpatroller gewesen sein. Los, Fellfreunde. Ach, komm schon. Ich bin dran. Hey, das reicht. Hör auf, mein Gesicht zu umarmen. Lass los. Was? Jetzt sind die Aquahunde hinter uns her. Da! Los, kommt, Aquahunde! Moby fährt echt total schlecht. Ryder, wir haben den Wildpatroller eingeholt, aber wie sollen wir ihn stoppen? Wir bremsen ihn ab, dann können wir den Motor ausschalten. Aber zuerst müssen wir ihn von den Felsen wegkriegen. Du hast recht. Alle zusammen, Fellfreunde. Er muss jetzt wenden. Diese Aquahunde haben mir nicht zu sagen, wo es lang geht. Nehmt das, Aquahunde. Volle Kraft voraus. Oh, was macht er denn? Wir müssen sofort nach ihnen sehen. Moby geht es gut. Verliert ihn nicht aus den Augen. Freunde, wir müssen noch mal versuchen, ihn zum Bremsen zu bringen, damit wir den Motor ausschalten können. Aber dafür werden wir viel Kraft brauchen. Ja! Wir tun unser Bestes. Ich weiß, wer uns zu mehr Kraft verhelfen kann. Was hast du ihm gesagt, Cousinchen? Dass wir noch mehr Hilfe brauchen und sie Verstärkung rufen sollen.
sogar viele. Und sie werden uns alle helfen. Ja, aber was werden sie tun? Wart es ab. Zuerst müssen wir alle direkt vor dem Wahlpatroller schwimmen. Stark! Oder sollte ich sagen, flosstastisch? Komm schon, geht das nicht etwas schneller? Oh, ach, da sind die Leckerlis. Oh oh. Okay, jetzt ist er langsam genug, sodass sie an den Motor rankommt. Gut, dann öffne ich die Luke. Uff, Sauger! Drück einfach den Schalter. Ruff, Tennisballkanone. Er hat angehalten. Gut gemacht, Fellfreunde. Rubble, hilf Robohund hinein. Geht klar. Ruff, Greifarm. Aufmachen, ganz weit. Okay, Moby, wir übernehmen jetzt ab hier. Moby? Gute Nachrichten. Ich habe endlich den Leckerli-Spender gefunden. Aufgepasst! Guter Schuss! Danke, dass ihr Moby gestoppt habt, Ryder. Jetzt können wir endlich in Ruhe spielen. Und ihn haben wir auch zurück. Von jetzt an aktiviere ich die elektronische Sperre, wenn wir ihn nicht benutzen. Robohund, schalte um in den Tarnmodus. Alle fertig machen für die Pfundenmission. Also, Fellfreunde, die Tiere sorgen für Chaos im Schloss. Wir müssen sie einfangen, bevor jemand verletzt wird. Und der Graf hängt am Turm fest. Oh nein! Das ist ein Fall für Chase! Alles klar! Die Pfotenmission geht los! Robohund, du kannst jetzt Gas geben. Sky, hilf dem Grafen runter. Wird gemacht. Chase, du bringst die Tiere raus. In Ordnung. Nettes Lächeln, Freunde. Aber ich gehe trotzdem rein. Seilrutsche! Paw Patrol, ich bin hier! Wollen Sie mal fliegen? Oh, danke schön. Du bist ein netter Hund. Gern geschehen. Lock die Krokodile weg von ihm. Super Wasserdüsen. Ich weiß, dass ihr scharf auf die Burger seid. Chase, Marshall kommt jetzt mit ein paar tierischen Freunden. Hierher, Marshall! Zur Falltür! Ach, das sind alle gewesen. Das war gute Arbeit, Ryder. Vielen Dank, Herr Graf. Aber wie sind die Tiere eigentlich ins Schloss gekommen? Ich glaube, das war Schnuffinchens Werk. Sie hat sie irgendwie ins Schloss gelockt. Ryder, hier ist Tierfutter. Sie hat die Krone. Und die gebe ich nicht mehr her, Balduin. Ihr erwischt mich nie. Sky, du verfolgst sie aus der Luft. Chase, du kommst mit mir.
Die Pfotenmission geht los! Wir sperren die Seitenstraßen und leiten Schnuffinchen zum Schloss. Dazu brauchen wir deine Lasergitter. Gute Idee, Ryder! Ich habe keine Gitter mehr! Ja, braver Elefant! Lauf schnell zurück zum Schloss! Doch nicht da lang! Stopp! Das Ufer ist zu steil für den Elefanten, um rauszukommen. Ich glaube, er geht unter. Zuma, zieh dir das mal an. Tauchausrüstung! Ryder, der Elefant versinkt im Schlamm. Wir müssen ihn schnell rausholen. Wenn du mir gehorcht hättest, dann würden wir jetzt nicht untergehen. Chase, wir brauchen sowas wie ein Luftkissen. Drei, zwei, eins und los. Aufblasen. Gerettet. Das habt ihr alle gut gemacht. Schnuffinchen haut mit der Krone ab. Die Krone gehört mir. Hallo Bauer Alfred, was gibt's? Überschwemmung auf dem Bauernhof. Meine Tiere und ich sind auf dem Scheunendach. Und auf dem Ziegenboot. Wir kriegen schon raus, woher das Wasser kommt. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Strandzentrale. Ryder braucht uns! Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Captain Ryder. Sehr gut, denn heute hat die Paw Patrol einen ganz besonderen Einsatz. Wir fahren mit dem Sea Patroller zum Hof von Bauer Alfred. Wow, Marshall macht's. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Motor starten, Robohund. Robohund, stechen wir in See. Los, Robohund, fahr in Richtung Scheune. Zuma, finde heraus, woher das Wasser kommt. Wird gemacht, Captain Ryder. Marshall, fahr los und bring Meckerliese zurück. Meckerliese, ich komme. Auf Ziegisch heißt das Mäh. Danke, Ryder. Aber ich fühle mich nicht gut dabei, meine Tiere dort allein zu lassen. Wenn sie hier sind, steigen sie lieber in den Käfig. Aber wir brauchen trotzdem Hilfe. Chase, lässt du dich aufs Dach heben? Ei, ei, Captain! Wow! Komisch, so ein Unterwasserbauernhof. Ryder, ich habe einen Schlauch gefunden, aus dem immer noch Wasser läuft. Alles klar. Folge dem Schlauch zum Wasserhahn und dreh das Wasser ab. Warum läuft denn das Wasser überhaupt? Ich habe den Schlauch völlig vergessen, als wir reingegangen sind. Ryder, ich habe Meckerliese. Gut gemacht, Marshall. Robohund, hilf ihnen beim Einsteigen. Los, heb sie hoch. Na, was meint ihr? Fahren wir rüber zu Bauer Alfred? Und los! Das erste Schaf ist im Käfig. Hey! Nicht so stürmisch, Flauschi! Gerade noch mal gut gegangen. Captain Ryder? Wie soll ich die große Kuhlinda in den kleinen Käfig bekommen?
Rocky. Wir brauchen sowas wie eine Brücke, über die Kulinda zu uns rüberlaufen kann. Stimmt. Was könnte ich dafür nehmen? Ich brauche etwas, das lang, flach und stabil ist. Das Brett von Meckerliese. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Guck mal, wir haben extra eine Kuhbrücke für dich gebaut. Na los, geh zu Bauer Alfred. Na siehst du, nichts passiert. Bald ist alles beim Alten. Da ist der Wasserhahn. Pfotenstark. Der wird jetzt zugedreht. Ryder, der Wasserhahn ist zugedreht. Gut gemacht, Zuma. Ganz ruhig, kein Grund zur Aufregung. Ryder, die Tiere fühlen sich nicht wohl auf dem Wasser. Ich weiß, wer sie beruhigen kann. Zuma, versuch's doch mal mit Hunde-Yoga. Okay. Einatmen. Langsam ausatmen. Oh, Ryder, der Robohund. Guck mal, jetzt ist seine Antenne ganz verbogen. Wo ist er hin? Ich weiß es nicht. Wegen der kaputten Antenne kann ich ihn nicht mehr kontrollieren. Robohund. Er fliegt auf den Wasserturm zu. Na komm, Kaylee, nur ein kleines Bad und dann bist du wieder sauber. Hat wohl die Hundetür nicht gefallen. Da fliegt Robohund! Schaufel! Das macht Rubble! Und zwar rucki-zucki! Das ist die letzte Wassermelone, Mr. Porter. Danke für eure Hilfe, Fellfreunde. Jetzt ist alles aufgeräumt. Habt ihr Robohund gesehen? Das könnte man so sagen. Da oben fliegt er! Ist es das, wonach es aussieht? Ryder, Robohund ist hier! Er kommt auf mich zu! Kannst du ihn dazu bringen, Kurs auf Rockys Wagen zu nehmen? Ich tue mein Bestes! Diese Pfoten haben Flügel! Fertig, Rocky? Ja, fast. Wenn wir diesen Magneten nah genug in Richtung Robohund schleudern, bleibt sein Metallkörper daran hängen. Und Sky kann ihr Seil daran befestigen und Robohund sichern. Gleich ist es soweit. Genau wie geplant. Bereit, Rocky? Bereit. Und los. Perfekt getroffen, Rocky. Und los, Sky. Du bist dran. Verstanden, Ryder. Haken runterlassen. Oh, fast. Alle guten Dinge sind zwei. Hab ich dich. Erledigt, Ryder. Ich habe Robohund an der Leine. Ah!
mir leid, mein Freund. Ich muss dich jetzt ausschalten. Robohund hat toll funktioniert, aber ich muss wohl noch mal von vorn anfangen. Warte mal, Ryder. Ich habe diese alte Antenne gefunden. Vielleicht funktioniert sie. Gute Idee, Rocky. Es hat geklappt, Ryder. Danke, Rocky. Ich danke euch allen, Fellfreunde. Ohne euch hätte ich Robohund weder einfangen noch reparieren können. Naja, weißt du, Ryder, wenn du uns mal brauchst, gib einfach nur laut. So beeilt habt. Ein kleiner Dino mit großen Problemen braucht unsere Hilfe. Ein Baby-T-Rex ist ausgebrochen und irrt nun ganz allein in der Wildnis herum. Der kleine Timmy braucht seinen Papa, der ihn beschützt. Ja, ganz genau. Deswegen müssen wir ihn finden und wieder nach Hause bringen. Er soll sich nicht bewegen. Timmy, nicht bewegen. Rar, rar, rar. Leise, Timmy. Wir müssen die Pflanzen ablenken und dann holen wir Timmy raus. Ich habe Dino-Leckerlis dabei. Gute Idee. Danke, Rex. Chase, ich lade damit deinen Werfer. Nein! Warte! Lass mich runter, du freche Pflanze! Tina, halte durch! Chase, wirf die Dino-Leckerlis zu der Pflanze, um sie abzulenken. Und du, Rex, schnapp dir schnell Timmy. Werfer! Hey, die waren nicht für euch! Nicht bewegen, kleiner Freund! Dino-Leckerlis mag. Wow! Oh nein! Rettungsgurt! Danke, Sky. Das hätte böse enden können. Fellfreunde, das war spitzenmäßig. Passt gut auf das Dino-Baby auf, dass es nicht nochmal wegläuft. Hm? Oh, guck mal, Timmy, da ist dein Hammer. Sorge, Leute. Er hat gesagt, ich bin gekommen, weil ich dich retten will. Aber ich glaube, er meint vor uns. Schnell, Rex, sag ihm, dass wir nur helfen. Ich glaube, er kann mich bei dem Lärm nicht hören. Timmy, du brauchst keine Angst zu haben. Dein Papa ist bestimmt stärker als sie. Ryder, die Pflanzen haben ihn umzingelt. Und die riesige Pflanze da versucht, sich ihn zu schnappen. Sky, du musst sie mit deinem Haken weg von ihm ziehen. Wird gemacht, Ryder. Uff. Haken. Ich bekomme sie. Kaum vom Fleck. Wir müssen irgendetwas tun, Ryder. Ich habe
eine Idee. Wisst ihr noch, wie Marshall der Ball von der Nase gefallen ist, weil der Schmetterling ihn gekitzelt hat? Klar, Ryder. Aber woher wissen wir, ob die Pflanzen kitzelig sind? Dann würde ich sagen, finden wir es raus. Dino-Kralle! Kille, kille, kille! Es funktioniert. Sehr gut. Das war Dino-stark. Das Brüllen bedeutet Danke. Das haben wir gern gemacht. Und wenn dich wieder mal eine fleischfressende Pflanze erwischt, ein Roar. Aufgepasst, hier ist der neue Paw Patroller. Der neue Paw Patroller ist startklar. Keine Gepardin zu gemein, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zum neuen Paw Patroller. Ryder braucht uns! Marshall, pass auf! Ich glaube, wir gehen auf eine Reise mit unserem neuen Paw Patroller. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, Fellfreunde. Robohund, los, bring uns in den Dschungel. Cool, von hier aus können wir auf alle unsere Fahrzeuge zugreifen. Wow, cool. Super. Von euren Stationen aus könnt ihr bei unseren Einsätzen mithelfen. Pfotenstark! Und jetzt haltet euch fest, Fellfreunde. Robohund, dann leg mal den Supergeschwindigkeitsgang ein. Das ist der größte Baum, den ich je gesehen habe. Wenn ich es schaffe, den zu fällen, dann macht er den ganzen Dschungel platt. Die Gefahr zurück an Bord! Schnell, Fellfreunde! Scannt die Gegend, um rauszufinden, wohin die Gepardin fährt! Oh-oh! Das ist nicht gut! Die Gepardin hat es wohl auf den großen Baum da vorne abgesehen! Wir müssen sie aufhalten, bevor sie den großen Baum umfährt! Und damit den ganzen Dschungel niederreißt! Keine Sorge! Ihr Geparden-Patroller hat überhaupt keine Chance gegen diesen größeren, stärkeren Paw-Patroller! Robohund, du fährst jetzt direkt hinter sie! Aktiviere Rückfahrkamera! Schnell, Rubble! Fahr den Abschlepphaken aus! Hab ihn! Robohund, volle Kraft! Sie stoppen mein Chaosmobil! Das habt ihr euch so gedacht! Gepardenpatroller, zeig, was du drauf hast! Freunde, wir müssen die gesamte Energie auf die Paw Patroller-Motoren umleiten. Passt gut auf, ich zähle bis drei. Dann leiten wir die ganze Energie, die wir haben, in den Supergeschwindigkeitsmotor. Alles klar, wir sind bereit. 3, 2, 1, los! Der Paw Patroller! Nein! Mein kostbarer gestohlener Pokal versinkt! Die Geparde? Die sollen wir beide retten! Also, ihr wisst, was das Richtige ist, oder? Wir müssen die Gepardin retten! Tracker, du schaffst das! Por supuesto, Ryder! Alles klar! Ruff, Kabel! Yeah.
Auf Wiedersehen, alter Paw Patroller. Rettungsweste aktivieren. Da liegt ein Haufen leerer Muschelschalen gleich an der Zentrale. Ich sehe Wally zwar nicht, aber vielleicht ist er in der Nähe. Wir sind unterwegs. Leere Muschelschalen? Wally ist ganz verrückt nach Muschelfleisch. Wir sehen uns das mal an. Und wir sollten mehr Köder für Wally mitnehmen. Ich kümmere mich darum. Rettungsring! Wally wird diesem schwimmenden Trockentintenfischtablett nicht widerstehen können. Sie fressen Wally alles weg. Los, Zuma, schütteln wir sie ab. Wiedersehen, Flattermänner. Einen Passagier haben wir noch. Wir sind gleich da, Sky. Wir versuchen nur noch ein paar Tintenfischdiebe abzuschütteln. Da seid ihr nicht die Einzigen. Da ist der Haufen Muschelschalen. Flieg nach Hause. Vermisst du deine Flatterfreunde denn nicht? Warte, Zuma. Ich versuch's mal. Kusch, kusch. Toll, Ryder. Du hast ein Händchen für Möwen. Nicht ich. Er. Hallo, Wally. Wally hat die Möwen verscheucht. Schön, dich zu sehen, Kumpel. Captain Turbot, wir haben Wally gefunden. Meinen wandernden Walross-Freund? Ich wette, du hast Hunger. Hier, für dich. Wow, ich glaube, ich sehe doppelt. Oh. Captain Turbot, Sie werden es nicht glauben. Wally teilt gerade seine Leckerlis mit seiner neuen Walross-Freundin. Wally hat eine Walross-Freundin? Hier, bitte, ihr beiden. Und wo die herkommen, gibt's noch viel mehr. Hier hatte er sich also versteckt. Zusammen mit seiner neuen Freundin. Da bist du ja wieder, du wanderndes Walross. Ja, und deine neue Freundin. Du brauchst einen Namen. Wie wäre denn Wolinda? Er gefällt ihm. Und sie hätte gern mehr Leckerlis. Der Walross-Ehrentag beginnt mit fabulös fischigen Leckerlis. Seht doch, wie schnell Wolinda futtert. Aber Wally nicht. Normalerweise flippt er bei diesen grünen Glibberhappen aus. Oh, ich glaub, mich tritt ein Walross. Deswegen überlässt Wally Wolinda alle Leckerlis. Wolinda bekommt ein Baby. Oh, wie süß. Ein Baby-Walross? Das ist ja toll. Deshalb war Wally verschwunden. Er musste Futter für Wolinda holen. Sie muss viel fressen, um bereit für ihr Baby zu sein. Wally, freust du dich schon, Papa zu werden? Wieso ist Wally so aufgeregt? Seht mal, wie die Boje schaukelt. Als würde etwas daran ziehen. Wo ist Wolinda? Oh, oh. Hängt sie in der Bojenkette fest? Komm mit, Zuma. Wenn sie festhängt, dann müssen wir sie befreien. Alles klar, Wally. Bring uns zu Wolinda. Ja! Sie hing an der Kette fest. Von der Anstrengung ist sie total erschöpft. Das war ein Walross, Dankeschön! Nicht vergessen, wenn ein Walross uns braucht, helfen wir auch.
Die Affen laufen vor Angst auf den Vulkan zu. Sky, jetzt bist du gefragt mit deinen Turbodüsenflügeln. Ja, endlich. Ich bin der Flughund. Schneller als Rubble, wenn er zum Essen rennt. Rocky, Marshall, ihr zwei sammelt die Affen ein und bringt sie schnell rüber zur Flunder. Weit weg von der Lava. Rocky rockt, Ryder. Ich sehe sie. In einem Baum bei den großen Felsen. Du bist am dichtesten dran, Rocky. Schwebemodus. Schön, dich wiederzusehen, Mara. Greifer. Na los, Mara, halt dich fest. Hey, pass auf! Ich hab sie beide, Ryder. Ich fliege jetzt zur Flunder. Ich wusste, du schaffst das, Rocky. Mara! Alles okay, Rocky. Wir verfolgen sie von hier aus. Bring den Papa in Sicherheit. Alles klar. Wow! Vorsicht! Ich glaube, ich brauch mehr Zeit, Ryder! Hey, Lava, fließ langsamer. Hier ist dein Hund bei der Arbeit. Genau, Rubble. Wir müssen sie verlangsamen. Lava ist eigentlich nur heißes Gestein. Und wenn wir sie abkühlen, dann ist sie einfach Gestein. Und wie stellen wir das an? Flugrucksack. Was jetzt? Mach die Lava nass, Marshall. Okay. Wow. Wasserdüsen. Wow. Es funktioniert. Wow. Fliegerbrille. Ryder, ich sehe Mara. Sie schwingt sich von Baum zu einem... Warte. Was ist denn? Da ist noch ein Affe. Ja, natürlich. Du hast recht. Mara versucht, Ralfi zu retten. Deswegen war sie so merkwürdig. Die Lava hat sie eingeschlossen. Ich kann sie nicht allein rausfliegen. Ist auch nicht nötig. Bring uns hin, Robohund. Bin schon unterwegs. Unterwegs? Drück drauf. Düsen. Los, Ryder, los! Juhu! Klasse Rettung, Ryder. Habe ich gern gemacht, Mara. Freunde, bin ich froh, dass ihr endlich hier seid. Wo liegt das Problem, Zuma? Da! Das Meerfeldfreundjunge ist durch diesen Mast in der Kajüte eingesperrt. Wir haben versucht, ihn wegzuräumen, aber er klemmt fest. Wir müssen die Kleine befreien. Versuchen wir es mit dem starken Greifarm des U-Mobils. Gute Idee, Ryder. Zuma, Sky, versuch die Tür zu öffnen. Sie klemmt, Ryder! Durch den Mast muss sich der Türrahmen verzogen haben. Oh, oh, das Schiff wird abrutschen. Ich wünschte, ich könnte irgendwie helfen, die Kleine zu befreien. Captain Turbot, Sie müssen mit Ihrer Tauchglocke die Tür aufbrechen. Aye, aye, Ryder! Sky und Zuma, ihr schwimmt in die Kajüte und holt die Kleine, sobald die Tür aus dem Weg ist. Das machen wir! Schwimmen wir beiseite.
Los, Captain Turbot! Haltet euch fest! Sky, Zuma, los! Fellfreunde, beeilt euch! Oh, da ist Sky und sie hat das Junge. Sie sind aus der Kajüte raus. Ja, sie haben es geschafft. Ja, juhu. Oh nein. Zuma. Mein Schwanz ist eingeklemmt. Freunde, da kommt eine Menge ziemlich großer Dinge auf euch zu. Oh oh. Los! Oh, das ist nicht gut! Oh nein, jetzt ist Zuma eingesperrt! Wenn wir ihn nicht aus diesem Schiffswrack rausholen, bevor der Vollmond über dem Mast steht, wird er wieder zu einem vierbeinigen Fellfreund. Wir müssen ihn da rausholen, bevor er sich zurückverwandelt. Aber wie, Ryder? Wir brauchen Hilfe, um den Rumpf aufzubrechen. Vielleicht kann Rocky uns helfen. Au! Hä? Sky? Das! Hallo, kleiner Meerfellfreund. Juhu! Ich bin ein Meerfellfreund! Juhu! Oh. Ryder, da drüben! Wow! Ist das Rocky mit einem Fischschwanz? Und dabei geht er sonst nicht mal in die Nähe einer Badewanne. So klappt es nicht. Rocky, benutzt deinen Werkzeugarm, um die Schrauben zu lockern. Verstanden, Ryder. Schraubendreher. Zuma? Hallo, Rocky! Oh, danke, Kumpel! Ja! Wir haben's geschafft! Also gut, Fellfreunde, tauchen wir auf!